Wir ertragen. Macht das Ruhe. Grüße an Rocky auf jeden Fall. Wir gehen in unsere Zweispieler-Karriere. Wir sind Williams. Wir haben ja schon die ganzen Settings im letzten Mal gemacht, zum Glück. Hansi fährt für Litauen, ist Hansi Russell. Ich war. Eigentlich hättest du Großbritannien und ich Kanada Großbritannien machen müssen. Mischung, ja. Und ich bin Nicholas Latifi. Was, Zocker? Das hast du geschafft? Boah, nee, Dark Souls war nie meins tatsächlich. So, und wir fahren jetzt mal rein. Und wir haben uns Folgendes überlegt. Wir machen Training 60 Minuten. Wir können nicht vorspulen, ne? Das heißt, es wird jetzt eine Stunde Training geben, Okay. wo wir die ganzen Sessions machen. Es wird ein kurzes Qualifying geben und 50% Rennen. 29 Runden. Was heißt dieses gleiche Leistung da unten? Ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich Boliden. Ist das Bolidenleistung? Ich weiß es nicht. Nee, es macht ja keinen Sinn. Ist es eher für Ja, uns ja. beide oder? Kann auch sein. Was heißt denn Aber wir haben gleiche? ja. Ja, Hä, warum Bolidenleistung. ist das denn die Bolidenleistung? Hä? Wir haben das doch anders eingestellt. Aber wir wollen ja, also heißt das jetzt, dass Ferrari genauso schnell ist wie Williams? Die Koop-Karriere ist verbuggt. Geil. Toll. Quasi unspielbar. Was? Dein Ernst? Kann ich das irgendwo umstellen? Freut euch auf Marzipan auf P1. Okay, aber das ist nicht unser Fehler dann, oder? Hölle. Es macht halt keinen Sinn, wenn Bolidenleistung gleich ist und wir Dinge entwickeln. Eben. Man kann das nicht umstellen, seine Karriere neu starten, hoffen, dass das sicher Soccer. Weil dann macht das macht echt keinen Sinn. 100%. Ja, sicher. Ja gut, dann machen wir das. Wir haben ja die Einstellung im Kopf. Komm. Ich habe also klar, Ja. also sorry Chat, aber gleiche. Okay, ihr habt 10 Mal schon gemacht und hat es irgendwann geklappt oder hat es nie geklappt? Es hat nicht geklappt. Ja, warum sollten wir es dann versuchen, wenn es nicht klappt? Eben. Warte, vielleicht googelst du auch mal Hansi. Kurz mal googeln, ob das. Ob man das umgehen kann. F1. 24. Duo. Career. Bug. Okay. Yo, Steve, was geht, mein Süßer? Moinsing auch in Deadpad. Was googelt man denn da? Same Ich bin Performance oder? auf Reddit unterwegs schon. Ja, also Chat geht gleich los. Wir checken das nur kurz mal. Equal Performance. Ja, ich habe auch Reddit. Also einer hat hier geschrieben, er hat einen Weg gefunden. Man muss eine Freundschaftslobby hosten, dann die Performance auf realistisch umstellen und dann zurück zur Koop-Karriere. Okay, also dann versuchen wir. Also die Karriere bleibt einfach. Also zumindest steht das hier, oder du kannst auch ein Zeitfahren und also mit normaler Bolidenleistung starten und dann sollte es auch klappen. Zeitfahren. Okay, versuchen wir mal. Zeitfahren. Hier. Nee, So. mach Multiplayer. Die anderen haben jetzt geschrieben, das würde nicht klappen. Controls, vielen lieben Dank für deinen Follow. Willkommen. Hier steht, it didn't work from setting time trial to realistic, but it did work from making a multiplayer lobby. And setting that to realistic, then going back to creating a two-player career mode. So thanks guys for the tips, save mine and my buddy's weekend off. Nice, okay, ich habe jetzt in den Lobby erstellt. Warte, ich lade dich mal sogar dazu ein. Vielleicht, bringt das was? Einstellung, Bolidenleistung, wo ist es denn? Hier, gleich. Realistisch. So, ne? Hallo, Kompa. Ja.
Ja, finde ich mal ein bisschen schade. Es wird safe irgendwann ein Patch geben, aber es ist trotzdem schade. So, das meint Hansi, ne? Realistisch. So, und jetzt ist ja scheißegal, was die restlichen Dinger sind. Ich bin auch Na, start bereit. einfach, wollte ich Ja. gerade sagen. Fahren wir mal das Qualifying, trainieren wir ja eh nur. Einfach krass, dass du wirklich mit Controller spielst. Danke, Chiller. Aber Hansi glaube ich ja auch. Also, Hansi ist ja noch krasser als ich mit Controller. Na, abwarten. Ja, scheiß mal auf Autoeinstellungen und starte einfach mal. Ja. Allein jetzt sehe ich aus wie Bottas mit dem blauen Helm. Ich habe so einen pinken. So, eine Runde fahren wir mal. Und gedreht, jawohl. Marzipin am Start. Transita Marzipin. Also der Mercedes fährt sich so smooth, Wahnsinn. Oh, das war zu langsam. Die Kurve kannst du Vollgas fahren damit? Ja. Wie krass ist das denn? Oh Gott, die letzte Kurve verkackt. Schade, Ja, eigentlich nicht eine gute jetzt Runde erst. gewesen. Ich fahre jetzt erst in die letzte Kurve. Okay, Qualifying beendet. Oh, Trophäe erhalten, perfekt. So, jetzt kann ich Session verlassen? Ja, machen wir einfach. Guck mal, mein Helm, Chat. Hansi, stark. Ja, ich habe mich mega gedreht. Locker flockige 8 Schon. Sekunden. Ja, gut, also hätte ich mich im ersten Sektor nicht gedreht, das war gar nicht mal so schlecht. Der Unterschied zum letzten Game ist immens. Ja, ist doch geil. Ja, der ist echt krank, der Unterschied. So, Session verlassen. So. Es sind nicht genügend Spieler vorne. Zeitfahren jetzt. Das ist geil, ne? Du drehst eine Runde und hast direkt Bock. So, Karriere. Zwei Spieler. Bitte, 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 bitte. Ja, realistische Leistung. Als ob. Hansi, Als du, ob Hansi, das jetzt so ich klappt. küsse deine Augen, Hansi. Tja, Soccer. Hansi und Mike machen einmal was, Lugi und Soccer machen zehnmal was. Kleiner Spaß, Dominik. Ja, es ist ein Scheiß. Oh, Scheiße, Maxi. Es ist ein Scheiß. Aber, ey, Chat, jetzt wisst ihr wenigstens. Guck mal, jetzt können wir direkt ein YouTube-Video machen. So umgeht ihr den Bug. Hansi weiß, so umgeht ihr den Bug. Okay, aber hoffen wir mal, dass es auch klappt und nicht nur da steht, ne? Wissen wir jetzt auch nicht. Aber so wisst ihr wenigstens, was man machen kann. Aber ich denke, der nächste oder übernächste Patch müsste es eigentlich retten. Okay, mal rein. Rein, wir haben alles gemacht. Jonas und Luis, Dankeschön für eure Follows. Willkommen. Guten Morgen. Okay, Soccer. Stimmt. Ja, dann zum Rennwochenende, ne? Ja, Würde ich Reifenwahl. sagen. Ja, gut, kann ich eh nichts machen, Reifenwahl oder? kann ich kann auch nichts umstellen. Geil, Ist ja Getriebe. vorgegeben, von daher. Wir sind ja schon, das ist ja das Geile, wir sind ja schon vor Haas. Also minimal, aber. Reiner, geil! Wie habt ihr das gemacht? Wir haben eine Freundschaftslobby gestartet. Auf realistische Bolidenleistung sind ins Qualifying gefahren und sind dann zurückgegangen in die Karriere. So, ich schreibe noch in die Headline, muss, genau. KI 95 haben wir, ne?
Boah, das wird, glaube ich, mächtig aufs Fressbrett geben ohne Training, aber gut. Willkommen im Team. Ich bin Olli, der Leiter unserer F&E-Abteilung. Ich werde dir dabei helfen, die Leistung zu bringen, die das... Jonas, das war nur Hansi. Wenn du das schaffst, werden wir gut mit deinem Reddit auskommen. Dein Arbeitsplatz ist fertig eingerichtet. Nachrichten, Olli, willkommen. Ey, Hansi, da bist du, oder? Hallo? Hansi? Hallo? Hallo, Hansi. Wir sind hier die Fahrer, Hansi. Du und ich. Guck dir die an, die arbeiten alle für uns. Schüttel deinen Kopf, weil ich dich retten soll. Soccer Nummer 83 von Dominik an Jonas. Ey, da sitzt Tiamat Haruk oder wie der heißt. Ben Daly. Links neben mir. Vielen lieben Dank, Soccer. Erstmal meine Ligafahrer mit Subs beschenken. Danke, 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 lieber Soccer. Okay, gut. Es gibt hier Training 1, 2, 3. Alles ist Rennen. Alter, ich kann die Stationlänge jetzt verändern. Immer noch. Krass. 4% Regen, 5%, 6%. Was? Bei der Wettervorhersage von Jeff. Was ist das denn, Junge? Jeff, 4% Regen? Weißt du, kannst du Wetterbedingungen einstellen? Präzise oder relativ genau? Relativ genau 4% am Ende aus allen Kübeln. Stimmt. 4% Regen, Bruder. Was ist das denn? Was sind 4%? Okay. Müssen wir jetzt 3 Trainingssessions an 60 Minuten fahren? Nee, Sock hat gemeint, man kann auch Session beenden. Okay. Ja, dann weiter zur Session, oder? Ja. Warte. Ah ne, guck mal, jetzt wenn du guckst, Training 1 ist angewählt, Training 2 und 3 ist ja ausgegraut. Ach so, weil Training 1 ansteht. Ah. Bei mir ist das nicht. Training bei mir ist alles ausgegraut. Ja. Naja. Oh, Mu, perfekt. Geiler Clip, dankeschön, Mu. Ja komm, weiter zur nächsten Session. Ich will jetzt fahren mit unserem geilen Williams. Schön, dass wir gerade eine Runde Mercedes gedreht haben. Es wird kein Unterschied sein. Nee, glaube ich auch nicht. Nee. Hallo und oh, Will Buxton. Unserer Vorberichterstattung zum ersten Rennen der Formel 1 Weltmeisterschaft 2021. Und ich muss sagen, es ist schön, wieder hier zu sein. So wie jedes Mal herrscht auch heute eine Atmosphäre wie beim ersten Schultag nach den Sommerferien. Haben wir Presse nicht ausgestellt? Ist es irgendwie erfrischend, endlich wieder ein bisschen Normalität in eine Welt zu bekommen, die etwas... Warum steht er vor Alpine? Wir sind nicht Alpin. Also, diese Saison sollte es mehrere Rekordänderungen geben, aber die wurden verschoben. Und das ermöglicht es den Teams dieses Jahr... Kannst gern machen, Mu. ...ein weiteres Mal unter, naja, sagen wir beinahe gleichen Bedingungen zu zeigen, was sie können. Doch wer Erfolg hat, liegt letzten Endes wieder an ihnen, den Fahrern. Ihre Autos. Wisst ihr das? Also jetzt mal kurz, oder ich lasse ihn erstmal ausreden. Achtet auf sein Outfit-Chat. Bei Erfolg den Ruhm für sich beanspruchen und sagen, dass es nur an ihnen gelegen hat und nicht am Auto. Aber andersherum wird es bei Misserfolg für sie umso schwieriger, sich in irgendeiner Form aus der Verantwortung zu stehen. Und eine weitere Frage wird sich uns stellen. Und zwar, ob eines der Teams das, Unglaubliche, oder sollen wir sagen, das Unmögliche geschafft hat und es gelungen ist, sich über den Winter etwas einfallen zu lassen, das ihnen einen Vorteil verschafft hat. Wie immer können wir es kaum erwarten, dass die Saison losgeht, aber fürs Erste war's das. Bis danke, Fimon. Schwarzmann, krass. Das ist so dieses typische Ich bin jung und fresh Moderatoren-Outfit aktuell. Irgendein Shirt und darüber so ein lässiges Hemd. Das haben so viele Leute an. Das wird mir auch so oft rausgelegt bei Sendungen teilweise. Hier, zieh doch das Shirt an und das Hemd offen drüber. Das ist irgendwie so der Look. Sendeli auf 11, Alter. Wie unfassbar bitter wieder, oder? Schade. Hast du deinen Jeff auf Englisch oder Deutsch? Deutsch aktuell. Aber ich habe schön Englisch hier, Williams. Oh, man kann aussuchen, welche Sachen man macht. Ja. Ah, ja. Hast du schon mal so ein Setup oder so geguckt? Nö.
Okay, Rennstrategie, Streckenakklimatisierung, Reifenmanagement. Nur noch drei? Wir haben ein vorher eingestelltes, ich kann nichts verändern. Hä? Kann man das Setup nicht verändern? Ich kann nichts ändern am Setup. Warum? Habe ich fest... Weiß ich nicht. Alter, ich weiß, was passiert ist. Alter, es ist Game Buggy. Es kann sein... Ich habe ja für die Liga schon mal die Liga-Einstellung geprüft, ob man das alles so einstellen kann. Es kann sein, dass das alles übernommen wurde in das hier. Ja, gut. Das heißt, wir haben... Oh gut, Simulationsstart hatten wir eh an, ne? Ja. Oha. Oh, es ist aber scheiße, dass wir jetzt hier das Setup nicht umstellen können. Ja, gut. Aber wir können nichts mehr ändern, ne? Weil... Nee, ich fahre mal die Rennstrategie. Ja, oh, 2% Regen. Pass auf, falls ein Schauer kommt. Ja, Chat, was soll ich jetzt machen? Standard-Setup kannst du vergessen. Ich kann es nicht mehr umstellen. Was soll, was, hä? Wollte ich gerade sagen, was sollen wir denn machen? Okay. Ja, glaube ich euch. Oh, rausfahren, der Willi fährt. So. Oh, ich bin der Erste auf der Strecke. Eigentlich ist Streckenakklimatisierung am besten erstmal, oder? Ich mache Rennstrategie, volle Power. Gott. Kalte Reifen. Kann ich Hansi jetzt auch irgendwo zuschauen hier? Ja. Da! Da ist er! Schaut ihn euch an! Verschaltet? Nein, Spaß. Also fährst du eh Automatik. Ja komm. Auf 95 ohne Setup haben wir bestimmte Chance. Don't push the car just yet. Hallo zum ersten Time. Komm, wir gehen raus. Nicholas Latifi und Hansi Russell fahren die ersten Runden. Fährst du auf Mediums raus? Weiß. Weiß, okay. Werden, ne? Ja, er fühlt sich halt sehr schwer an, ne? Also es ist schon sehr behäbig. Egal, wir sind Williams, wir gehen da jetzt mal ran. Ich habe halt Angst vor diesem Simulationsschaden mit der KI. Aber ich habe gelesen, die KI soll echt krass geil geworden sein, was Fehlermachen angeht und so. Irgendeiner hat ja bei mir reingeschrieben letztes Mal, dass die KI genauso sei wie immer, aber das stimmt wohl nicht. Die machen wohl viele eigene Fehler, schießen sich gegenseitig manchmal auch ab und so. Oh Gott, ich komme ja kaum um die Kurve, Alter. Ah, du musst lupfen. Anders kommst du nicht rum um die Kurve. So. Wow, shit. Get ready to open it. Distance is on your MFD.
Let's go! Nein! Fuck! Okay. Geil. 30 Sekunden gefühlt langsamer als ein Mercedes. Boah, die Runde ist schlechter, ey. Uff. Yoshiba! Grüße und danke für den Follow. Ja, also wir brauchen eigentlich dringend ein Setup. Ja, aber ist halt so. Dann ist jetzt das Teamproblem bei Williams am ersten Wochenende. Wir kriegen kein Setup. Oder können wir nicht eins einstellen, vielleicht zwischen den Sessions, wenn ich da nochmal in die Einstellung gehe? Stimmt. Oh, gut getroffen, die Kurve. Jawohl. Final Lap. Oh, das schmeckt, Alter. Halbe Sekunde schneller als das Ziel. Geil. 6 Zehntel schneller, Alter. Hat das geschmeckt. Hast du irgendwas an Differential und so umgestellt? Ich habe jetzt gerade kurz runtergestellt, das Differential auf 60, glaube ich. In der letzten Runde aber erst. Gegen Ende. Und direkt eine halbe Sekunde schneller? Nee, da war ich schon eine halbe Sekunde schneller zu dem Zeitpunkt. Boah, ich muss auch lupfen, Alter. Program complete. Good work. So. Head on back to the garage and we'll start going over the data. Erstes Programm abgeschlossen, ich glaube auf perfekt sogar. Ich hätte auch schon längst in der Box gehen können eigentlich, aber ich will genauere Daten. Ich glaube, bei mir bringt es jetzt gar nichts mit draußen zu bleiben. Ich fahre jetzt an die Box und mach gleich das nächste. Aber Leute, das Spiel sieht so geil aus, oder? Und es macht so Spaß zu fahren. Es ist wirklich einfach ein richtig geiles, vielleicht sogar das Beste. Nein, wobei Beste will ich nicht sagen, weil ich spiele nicht alle Spiele. Aber ich finde, es ist ein unfassbar geiles Motorsportspiel. Assetto Corsa beste, und Co. sollen ja auch geil sein, deswegen. Das beste F1-Spiel bis jetzt. Ja, ist klar. Und das letzte war schon das Beste und sehr gut. Also. Ich war halt früher auch immer so ein Gran Turismo-Jünger und habe mich sehr auf Gran Turismo gefreut, aber ich finde, die haben mit den letzten Gran Turismos, da gab es mir keinen Langzeitspaß irgendwie. Ja.
Wir müssen da auch sowas wie eine Karriere einbauen. Das wäre geil. Mit verschiedenen Autos. Das wäre geil. So, üben wir mal jetzt in die Boxengasse einzufahren ohne Strafe. Oh, ich habe mich jetzt richtig eingeschossen mit dem Williams. Geil. Das geht richtig und, gut. Und das ohne Setup. Chat, wenn ich irgendwas überlese oder so, dann schreibt das gerne rein. Ist natürlich schwer bei Formel 1 fahren Chat zu lesen, aber ich versuch's. Ah, schade mit den Setups, ey. Können wir jetzt so ein bisschen rumspielen, weißt du? Dafür ist das Training ja geil, dass du so ein bisschen rumprobierst. Ja, ich weiß, dass mir das Benzin ausgeht. Ich würde halt gerne wissen, wo wir ungefähr stehen, im Vergleich zu den anderen Teams. Oh nein! Ich hab's nicht perfekt. 470 Punkte wäre perfekt gewesen. Wie viel hatte ich denn? Sehe ich das? Nee, weiß ich nicht. Der Chat aufgepasst? 460! Ja, ich mache trotzdem erstmal die anderen Programme, vielleicht dann am Ende nochmal. Naja. Reifenmanagement, Rennstrategie. Ich habe Rennstrategie gemacht. Das war auch easy, oder? Ja, ich hatte am Ende in den letzten drei Runden immer eine halbe Sekunde ungefähr. Ja, ich glaube, Reifenmanagement ist das Schwierigste. Also weniger aggressiv lenken und weniger aggressiv beschleunigen. Let's try. Engine fired. We're set. War die KI überhaupt schon draußen? Nee, ne? Nee. Sorry, kannst du nicht raus. Das ist nicht dein scheiß Ernst, Alter. Ich wollte gerade rausfahren. In dem Moment kommt Hansi Russell um die Ecke. Jetzt stehe ich da mit laufendem Motor. Geh jetzt schon die Psychospielchen, Alter. Jetzt schon die Psychospielchen. Was soll denn das? Erstes Training, ich will hier raus. Jetzt stehe ich hier zwei Minuten. Ja, verdient. Gleich mal zeigen, wer die Nummer 1 ist. Ja, ja. danke, Jungs. Danke, Jungs. Toll. Wenn wir am Ende 10 Sekunden fehlen, bist du schuld. Na komm, Streckenakklimatisierung rausfahren, los geht's. Danke Jungs, wie schnell das ging. Dass ich wieder draußen bin. Ach, vor allem, ich habe jetzt einen anderen Helm an als eben bei Mercedes. Bei Mercedes habe ich so einen pinken, jetzt habe ich meinen Pillenhelm wieder an. Ich hatte den gleichen an. Tatsächlich. Pass auf, die KI fährt gleich 3 Sekunden schneller als wir. Also ein Verstappen Hamilton kann ich mir schon vorstellen, dass sie so 3 Sekunden schneller sind als wir. Ja, das ist ja okay von mir aus. Wobei 3 schon viel ist. Also ich sag mal so, wenn ich bei den Haas liege und vielleicht zum Alfa Romeo aufschließen könnte, dann wäre ich schon zufrieden.
Boah, das ist gar nicht so einfach, ey. Ich bin zu langsam und verbrauche den Reifen zu viel, perfekt. Hallo Jespe! Also bisher von 10 Kurven eine nur in grün. Geil. Ja, ich schaff die Zeit gerade so, aber Scheiße, der Reifen. Pace war super, aber Reifen zu sehr abgenutzt. Das ist echt meine größte Schwäche. Ich bin so schlecht in Reifenmanagement. So, Punkte. 515 geschafft. Geil, Alter. Aber gut, du bist Fahrer Nummer 1, ne? Also. Ich fahre auch nur die eine Runde. Mehr brauche ich nicht. Ich habe das Ding perfekt jetzt schon. Von daher. Fuck. Schlecht. Okay, die Runde ist ja komplett ass. Ja, die Runde ist weg. Hallo Coach Pox. Reifen sind zu heiß. Lena, wunderschönen guten Morgen. Du weißt auch, dass du jetzt durch den Simulationsschaden, wenn es einen Unfall gab, du nicht über die Teile fahren darfst? Ja, ja, ja. Und gibt's nämlich einen Platten. Ja, es... Okay, egal. Die Runde war gar nichts. Nächste vielleicht. Versuchen wir es. Diesmal blockiert dich auch nicht, ich bin schon in der Box. Ich bin viel zu langsam. Ich versuche gerade irgendwie den Reifen zu managen, aber gleichzeitig bin ich viel zu langsam. Eine halbe Sekunde. Uff. Ah, liegt alles am Setup-Chat. McLaren fährt raus. Jetzt endlich. Oh, ich schaff's! Ich schaff's auf grün! Mein Gott! Jawohl! Eine normale Runde, wichtig. Hansi Reich, brauch mich kurz. Da vorne ist er ja. Sag mal, fährst du die Kurve. Ah, du schaltest selber nicht, ne? Nee. Ah, okay. Ey, wenn du noch selber schalten würdest, Hansi, du wärst so schnell. Du bist echt. Also durch selber schalten locker pro Strecke eine halbe Sekunde schneller. Weil du halt viel mehr diese Motorbremse beeinflussen kannst. Ob du brauchst gar nicht so stark bremsen, wenn du einfach durch Downshiften den Wagen runterbremst. Los, wir schnappen uns den McLaren da vorne. Bist du schon auf einer Runde oder so? Nein, nee, du bist...
bleiben. Oh. Okay, Chat schreibt, glaube ich, ich mache meine Reifen zu heiß. Ja, gut, dafür muss ich erst ein Gefühl entwickeln, ey. Wird bei mir auch passieren. Glaube ich. Boah, und ohne Setup ist halt wirklich, also, ja. Ach, Socker, du schadest auch nicht. Ja, dann trainiert das doch mal, Leute. Das ist nicht so schwer. Einmal ein bisschen weniger Reifendruck. Ja, ich kann halt nichts verändern am Reifendruck. Bei Formel 1 ist einfach mehr Druck, mehr Tempo. Ja, das Einzige, was ich noch als Fahrhilfe drin habe, sonst habe ich ja alles aus, ist Traktionskontrolle Mittel. Das irgendwann auf aus wäre schon geil. Da habe ich halt riesen Respekt vor Jay bei Pizmeet, dass der das ohne macht. Als jemand, der es jetzt nicht immer spielt. Ja, also die ganzen Andy Knights und Co. und Dave und so, das ist natürlich klar, dass die ohne fahren. Die sind ja auch Cracks. Das macht in dem Spiel keinen Unterschied. Echt? Ist es ohne Traktionskontrolle easy? Ja, wenn du es trainiert hast wahrscheinlich. Ohne TK so einfach wie nie. Kann ich gerade was einstellen? Nee, ne? Ja, ich kann es ja gleich mal testen, Chat. Endstation, wunderschönen guten Morgen. Sessex schreibt, Flying Soccer finde ich nicht. Mann, ey. Patek schreibt auch, ich bin noch nie ohne TK gefahren, aber hier geht's echt easy. Okay. Die Runde wird schon mal nichts vom Reifenabnutzung. Schwer, ne? Ja, klar. Lando ist 1,4 Sekunden schneller, glaube ich, als ich oder so. Auf weiß. Jetzt bin ich schneller. Haha. Alter, Lando ist auf weiß eine Sekunde schneller als ich auf gelb. Wobei das geht, oder? Ist doch. Na, mal gucken. Ich bin ja eh nur hier der zweite Fahrer. Das muss Hansi wuppen. Rennstrategie. ja. Nehme ich den angefahrenen. Ja, ich teste es gleich mal. Ich mache jetzt die Rennstrategie-Chat und dann teste ich mal ohne Traktionskontrolle. Wenn ihr sagt, das ist einfach, aber wehe, lügt mich an. Ja, Socker, du hast gesagt, Reifenmanagement sei auch einfacher und ich habe abgekackt. Also nur weil du das gut kannst, heißt ja nicht, dass es jeder gut kann. Das ist ja, ne? Junge, in der Bergabkurve verliere ich von lila auf rot. Was den Reifennutzung abgeht, was ist das denn? Ja, mehr als lächerlich. Aber Chat, ich kann euch ja die Frage stellen, für alle, die selber schalten. Die Kurve jetzt hier gleich. Jetzt hier am Ende der Geraden, die Rechtskurve. Was ist das? Turn 1, 2, 3, 4. Da schlägt er mir den zweiten Gang vor. Ich schalte aber eigentlich immer in den dritten. Ist zweiter echt besser? Okay, Soccer. Ja, das ist schon klar, dass es ein Riesensprung ist, aber es muss halt trainieren. Und ich fahre jetzt nicht so oft, deswegen. Dass es einen Riesensprung gibt, ist mir schon klar. Ich habe jetzt mal Autodifferenzial 60 gemacht. Diese eine Scheißkurve, ne? Weil die Stelle Rechtskurve oder was? Nee, die bergab, wo du bremst. Achso, ja, ja. So. Mazepin ist langsamer als wir. Echt? Jawohl. Sollten wir darauf stolz sein? Also ich als Nicolas Latifi vielleicht, du nicht.
Ah, im zweiten Gang ist sie echt nicht so schlecht. Und in der letzten Runde schaffe ich Lila für Rennen, für Reifen. Was? Come on! Oh, ich dreh mich. Fast. Geil, Hansi. Boah, da habe ich gerade Zeit verloren, ey. Alter, scheiße. Das schaffe ich nicht mehr. Ei! Lena, weißt du schon, was für eine KI du fährst? Oder fährst du noch gar nicht in KI? Da fällt viel Community rein. Ja, eben. Ich hätte gerne den Vergleich. Absolute Schmutzrunde. Ich leider nicht, Captain Fanta. Okay, Scheißrunde. 78. Vielleicht ist 78 auch eher meine KI, wenn ich das hier so sehe, ey. Oder 60. Ja, das ist klar, Lena. Lena, was machst du eigentlich in Berlin? Verwarnung, Gras in der Boxen. Hier drehe ich mich schon wieder fast, alter Mann. Ja, Hansi, ihr müsst aufpassen. Ja, ich habe aber kein Gras mit reingenommen in die Box. Deswegen verstehe ich das nicht. Ey, in dieser Linkskurve sind wir echt so langsam, oder? Oh mein Gott, wieder schlecht genommen. Lena sagt, die Stadt anschauen und Freunde besuchen. Kackrunde. Alter, ich krieg die Trainingsprogramme nicht hin, Hansi, außer Akklimatisierung. Ich hab einen Schaden am Unterboden. 8 Minuten muss ich aussetzen. Was ist das denn? Wie fährst du auch wie so eine gesenkte Sau, Alter? Lass mal den Williams ganz. Ja gut, wenn ich jetzt 8 Minuten warten muss, dann gehe ich mal für kleine Tannen. Oh Mann, ja mach das. Ich versuche hier irgendwie auf mein Leben klar zu kommen. So komm jetzt, Mike. Erste Kurve schon ein Zehntel dran. Ah, ohne Set, aber auch echt scheiße, Mann. Aber Hansi jetzt auch geschafft. Eieiei, ist wieder nix. Ja, mit Controller. Vielleicht habe ich mit 95 dann doch ein bisschen was übertrieben in der KI-Stärke, hä? Hansi überfährt das Auto. Ja, ich unterfahre das Auto, Jesper. Richtig relativ wie Cosplay hier. Scheiße, Mann. Vielleicht der Reifen auch schon zu abgenutzt, ich weiß es nicht. Aber ich fahre auch nicht gut. Ja, Soccer. Ich erkläre gerne nochmal den Unterschied, ob man in einer Liga mit KI fährt oder ob man in einer Liga mit menschlichen Spielern fährt. Weil wenn alle kein Setup haben, scheiße, das ist falsch, kacke, ist für alle gleich. Wenn die KI hier perfekt fahren kann und wir nicht, ist das ein Unterschied. Wieso muss ich das jedes Mal erklären mit der Liga? Weiß ich nicht. Ist doch klar. Dass wenn alle die gleichen Bedingungen haben, ist doch okay. Aber wenn du gegen KI fährst, ist doch was anderes. Wenn hier 20 Spieler werden, alle kein Setup, fände ich es voll okay, haben alle die gleichen Probleme. Ah, scheiße, ich muss rein. Kackrunde.
Ja, belastend, ey. Ich muss hier jetzt noch sitzen, ey. Ja, ich kann gar. Ich fahr einfach zu langsam an sie, also es wird interessant im Rennen. So langsam bist du gar nicht. Mhm. Also ich, das Trainingsprogramm kriege ich nicht hin so. Die KI ist dieses Jahr stärker als im letzten Jahr, James Bond. Deswegen haben wir perfekterweise auch übertrieben mit der KI. Aber wir wollten halt den Williams auch hinten erstmal rumfahren und nicht vorne. Deswegen passt das schon. Man kann sich ja dann einpendeln. Also wenn ABS aus... Die Stadt anschauen und Freunde besuchen, hat Lena geschrieben. Wieso machst du das nicht in München, Lena? Also wenn ABS oder aus... Das habe ich doch vorhin gesagt. Ja, ich weiß, aber jetzt lese ich den Chat nochmal nach, weil ich gerade reingeschoben werde. Jetzt kann ich drauf eingehen. Wenn ABS aus ist... Also wenn ABS aus mich schneller macht, ist es sofort aus. Das check ich nicht. Aha, weiß ich also nicht. Wenn... Ich probier's gleich. Also wenn ABS aus ist, oder? Also wenn ABS aus mich schneller macht, ist es sofort aus. Ah! Jetzt verstehe ich's. Ah, nee, also ich weiß gar nicht, ob ABS aus sich schneller macht, aber es ist einfach realistischer. Die haben ja auch kein ABS in der echten Formel 1, deswegen mag ich's. Was denn? Die letzte Nachricht im Chat. Jetzt die vorletzte. Hallo Sven. Was geht ab? Instagram, DMs, Lena, hier im Ordner Götter. Mike schreibt auf Lenas Story, dass die Zugfahrt schlimm ist, arme Maus. Lena schreibt auf Mikes Story, der traurig ist, dass sein Barber ihn asozial mit dem Schnitt nennt, den der Barber selber gemacht hat. Als Drecksau sieht man eben asozial aus. Jetzt, Mike sagt, Lena, komm doch nach München. Wäre doch cool. Lena, habe ich da Freunde? Wie hart möchten Sie gekorbt werden? Steph Curry-Style? Willst du dir kein Wheel kaufen, fragt DME. Oder DME, sorry, wenn ich das falsch vorlese. Doch, eigentlich schon. Wenn, dann halt ein richtiges. Aber ihr kennt mich, wenn ich mir sowas kaufe, dann grinde ich da übertrieben rein. Und wenn ich hier einen Stuhl und eine Pedale und Lenkrad hätte, Alter, Froni könnte mich hier nicht mehr wegbekommen. Das Problem ist nur, ihr seht das vielleicht nicht so, das hat auch Lugi gesagt oder auch die Zwillinge oder Nasco. Das Zimmer wirkt, glaube ich, im Stream größer, als es ist. Also, hier, ich kann das auch nicht sagen, aber das hier ist der Abstand zwischen meinem Tisch und dem hinteren Kommode. Heißt also, ich habe hier gar keinen Platz, das Ding reinzustellen. Liegt daran, dass du so klein bist. Ja, ich bin 80 cm hoch. Heißt also, ich würde gerne, aber es wird hier keinen Sinn ergeben tatsächlich. Wenn ich irgendwann mal in meinem Leben nochmal umziehen sollte und dann mehr Platz hätte, dann ist es eine Überlegung wert. Bock hätte ich auf jeden Fall tatsächlich. Ich hätte mega Bock. Aber dann, Leute, ich habe hier so einen Fanatec XY, mach ich Cosplay mit Rennhandschuhen und Helm, Alter. Dann bin ich komplett full Latifi-Style. Du kannst das Willi auch in den Tisch machen. Ja, stimmt. Ich war schon klar. Und dann, also ich bin halt dann ein bisschen zu faul mit Auf- und Abbau, weil ich ja nicht immer nur Formel 1 streame. Also, da kann dein Stuhl wenigstens nicht wegrollen. Ja, das stimmt. Also, wenn ich hier sitze und jemand will hier durch, ist schwer. Aber ja, Dimi, du hast recht. Ist mega geil. Vielleicht mache ich es irgendwann. Ich hätte schon Bock, aber aktuell nicht. Ja, also ich bin viel Spaß, Sekunden langsamer. 2,7 Sekunden langsamer als die KI. Dein Ernst? Auf gleichen Reifen. Ja, aber als die vorderen. Das ist ja okay. Komm. So, wo bin ich denn Ass? Erster Sektor bin ich Ass. Zweiter Sektor bin ich... Okay.
Letzter Sektor bin ich auch. Ich bin im ersten Sektor, bin ich scheiße. Da verliere ich fast eine Sekunde auf dich. Aber du bist auf Rot schon gefahren, ne? Ja. Geil, aber Reifenabnutzungsding, ne? Ja. Mit Wheel hast du halt viel mehr Spaß, ja. Glaube ich, Dimi, glaube ich. Weiß ich nicht, ob du damit viel mehr Spaß hast. Es macht, glaube ich, ist halt anstrengend, großen, ne? Unterschied. Es kommt einfach auf die Leute an, mit denen du spielst. Dann macht es dir mehr Spaß. Ich glaube, ich hätte schon viel Spaß dran. Es war ein schönen Tag auch, dir. Küsschen. Hat man mit Sicherheit auch, aber ich würde nicht sagen, dass es mehr Spaß macht als mit dem Controller. Es kommt meiner Meinung nach mehr auf die Leute an, mit denen du zusammenspielst, als auf die Art und Weise, wie du spielst. Das stimmt, Talk. Ja, okay, Rennstrategie kriege ich nicht hin, ey. So. Oh, und auf Stufe 2. Alex, dankeschön für 9 Monate. Alex Hess. Stationskontrolle komplett aus. Bester Footballer Österreichs. Oh, dankeschön, Gott, für 9 Alter. Monate. Was denn? Ja, ist super einfach. Traktionskontrolle aus. Geht nicht? Ey, ich hab einmal angetippt und ich hab mich gedreht. Danke, Soccer. Alex, danke schön für 9 Monate und Stufe 2. Kuss geht raus. Vielen lieben Dank. Er schreibt, Leute, kurz mit Deep Talk. Lieb euch alle hier. Ich liebe dich auch, Alex. Dankeschön für den krassen Support auf Stufe 2 über 9 Monate. Kurs nach Österreich. Ja, Demi, du hast absolut recht. Keine Frage. Stimmt dir vollkommen zu. Ich versuche nochmal Rennstrategie. Wobei, ja. Auf den alten Reifen macht das nicht viel Sinn, ne? Haben wir genug rote? Hab ich, ja, wir haben 4 Stück. Komm, ich versuch's auf roten. Das ist jetzt nicht so sinnvoll für Rennstrategie, aber ich will aber die Punkte da haben. Ich stelle wieder auf Mittel um. Standing by. Das geht gar nicht. Hallo Teddy Bear. Also dann würde ich noch mehr Martin machen als alles andere. Hansita Martin. Hansita. So, Abfahrt, Chat. So, ich hab die Reifen jetzt warm gefahren mit den 2 Drehern. PS5. Ah, krass, auf den roten Reifen schlägt er mir den dritten Gang vor, nicht den zweiten. Hallo Moxig! Grüße! Moxig, ich soll dich von Steven loben. Steven hat mir geschrieben, du bist ein Reaper viel besser geworden. Oh fuck, verbremst. Scheiße. So. Na, du Abstauber. Let's go. Abstauber, ist da jemand im Putzgewerbe zuständig oder was? Hansi. Ja? Alter, ich bin schon in der ersten Kurve so wack. Ne, ich fahre einfach unrund. Ich will es halt unbedingt und gehe deswegen zu schnell in die Kurven rein.
Also irgendwie fühle ich mich jetzt auch nicht so safe mit dem Williams in den Kurven. Team Wipe Moxig. Okay, jetzt wird er halt, jetzt schwebt er. Jetzt ist er aber... Unleash, Grüße. Na klar kannst du jetzt chillen. Lehn dich zurück, mach den Kaffee oder ein Wasser oder was auch immer. Eieiei, tschüss Mike, klasse Kurve. Und genieß, wie ich hier über rein verkacke. Ey. Okay, ich glaube, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich aufs Trainingsprogramm scheißen muss und einfach ein Gefühl für die Strecke bekommen muss. Oh Gott. Und sagt er und dreht sich fast. Ungültige Rundzeit. Ja, ja, weil ich fast abgeflogen bin. Wo sehe ich meine Reifentemperatur? Da. Was ist denn so das optimale Temperaturfenster? Unter 120. Danke. 120 schon deutlich zu viel. Aber krass, wie die Reifen auch abbauen. Ich fahre jetzt gerade die dritte Runde und der Rot hat schon 17%. Ich schieße mich schon mal aufs Qualifying ein. Mach das. Ach, da ist Mike. Setze ich ihn mal unter Druck. Mach mal. Mach ich selber zwar schon die ganze Zeit, aber... Scheiße, die Kurve so verkackt. Ich hatte gerade 6 Zehntel vor, jetzt nur noch ein. Wie sehr kann man den ersten Sektor wegwerfen? Ja! Boah, es wird eng. Vielleicht habe ich eine grüne Runde. Jawohl. Eine. Und da war ein Fehler bei, ey. Diese Kurve hier, diese Rechtskurve, bin ich auch immer so schlecht. Da verliere ich jedes Mal. Alles klar, Mike. Lese ich gleich an Leash. Klar, dürft ihr Tipps geben, Chat. Super Job so far, we're getting great data. Stay focused. Ich fahr nicht mehr schnell. Achso, ich auch nicht. Ich wusste nicht.
gelb erstmal. Achtung. Darf ich einen Tipp geben? Warte. Gleich kommt ein Ferrari. Darf ich einen Tipp geben? Nicht erst bremsen, wenn die Markierung rot ist. Er sagte nur, dass du zu schnell für die Kurve bist. Nicht, dass dies der Bremspunkt ist. Das ist schon ein geiler Tipp tatsächlich. Alter! Oh mein Gott! Sainz ist plötzlich auch einfach stehen geblieben. Und dann ist Perez fast in Sainz gefahren. Alter, krass, wie man das jetzt sieht in dem Spiel. Meine Reifen haben schon Graining, also ein paar Löcher. Scheiße, ich glaube, ich hätte doch eine grüne Runde gebraucht, ne? Man braucht drei für Rennstrategie. Ja. Ja, gut, dass ich weggeworfen habe. Aber ich glaube, ich hätte es eh nicht mehr geschafft. Egal. Fahr, Junge! Ne, der ist selber langsam, glaube ich. Gelb? Achso, wegen dir. Ja, ich habe den vorbeigelassen. Sainz ist Dritter. Nicht schlecht. Boah, bin mal gespannt mit Qualifying, ey. Vor allem, wir dürfen halt keinen Fehler machen im Rennen. Selbst wenn wir irgendwie mithalten können, dann muss er jede Runde so fahren. Und dann auch die Duelle, also. Ist eine Reifenfresserstrecke, ja. Ja, ja, Chat. Aber komm, wir finden da rein. Einzige mit dem Setup ärgert mich, aber sonst finde ich es geil. So, keine Routenkolper warten, wie ich hier reingeschoben werde. Lasst euch Zeit, Jungs. Ich muss keine Runde mehr fahren. Lasst euch Zeit. Lasst ihn ruhig da in der Sonne stehen. Der braucht das. Für sein Teint. Aber guck mal, geil. Man sieht echt die Löcher, die Abnutzung an den Reifen. Also ich sehe nur Pickup. Ja, kann auch das sein. Aber das ist ja schon eine optische Veränderung zum Vorgänger. So, ich habe alle 3, 4 von 5 leider nur. Hast du alle geschafft? Nee. Ich habe, glaube ich, Reifenmanagement nur 3 von 5 oder so. Aber die hinteren sind eigentlich egal, die geben dir keine Ressourcenpunkte, sondern die geben dir nur Vergünstigungen auf die Teile. So, also Hansi ist 8/10 schneller, ist halt super, super viel. Aber im ersten Sektor bin ich sogar noch schneller als du gewesen. Im zweiten, wo mein Fehler war, verliere ich halt die Sekunde, ne? Ah. Und dann im dritten bist du auch nochmal 3/10 schneller. Also ich sag mal so 1:29.78 oder so traue ich mir schon zu. Vielleicht auch 9. Also 1:30 knackig. Aber guck mal, die anderen sind auch nicht so schnell da unten, ne? Aber gut, der Dallauf weiß. Ja. Ja, ich bin 3/10 weg von Alpha. Hm. Von Kimi. Ja, du bist voll drin. Okay, Session beenden. Können wir machen. Carsten Spengemann schreibt mir gerade eine WhatsApp. Mir wurde eben von Schwarzenbeck mitgeteilt, dass der Verein Post bekommen hat. Sie müssen 25.000 Euro Strafe zahlen, wenn man mich nicht sofort entlässt. Grund sei die letzte Podcast-Folge. Ja, die GFL oder der Verband besser gesagt. Sympathisch. Der tut alles, um den Sport Gutes zu tun. 25.000 Euro Strafe oder man entlässt Carsten Spengemann. Jetzt kommt der Five-Head-Move. Man entlässt ihn und stellt ihn einfach zum nächsten Monat wieder an. Ja, es ist halt einfach, ja. Was soll man dazu sagen, Chat, hä? What, fragt Lena. Ja, es ist ein bisschen... Da muss man unseren Podcast hören. Es gibt ja gerade im Football die GFL und die ELF. Und Carsten ist Trainer bei einem GFL-Team. Also nicht in der ersten Liga, sondern in der unteren Liga. Fällt aber unter den gleichen Verband. Und ist gleichzeitig für...
Pro7 Max, aber jetzt auch für die ELF tätig als Moderator und der Verband der GFL möchte eben nicht, dass man in der einen Liga und in der anderen Liga tätig ist und verdonnert jetzt eine Strafe. Ist ein leidiges Thema. So, Session beenden. Leute, übrigens vielen lieben Dank für über 100 Zuschauer. Küsschen. Session beenden, mache ich jetzt mal. Habe ich schon. Es hat auch keinen negativen Effekt auf die Ressourcen, oder? Ja, einfach die letzten zwei Folgen, da behandeln wir das Thema, Boju. Also, vorletzte Folge mit dem Chihuahua. Da geht's, glaube ich, los und dann jetzt, ja. Also, irgendwer in der GFL in einer höheren Position sitzt und hört euren Podcast, glaubt mir, Moxie, die hören das alle. Also, vielleicht nicht die ganze Folge, aber die Schnipsel, ist doch klar. Wenn das das Thema ist, dann wir wollen die hören, was wir reden. Okay. Ey, yo, Nimali, was geht ab? So, Hansi im Training auf 12. Hansi, sehr stark, ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin auf 17, der langsamste auf Rot. Hansi, der zweitlangsamste. Ja, wie gesagt, ich glaube, wir kämpfen gegen Haas. Geil, dass Carsten mir jetzt schreibt. Aber erstmal, pst, wir reden in der nächsten Folge drüber. Chat? 100 Leute? Psst. Hier hört ja gerade keiner zu. Könnt ihr das bitte keinem erzählen? Und wir halten das unter uns erstmal und bei der nächsten Folge reden wir drüber, sonst bekomme ich Ärger. Dankeschön, Chat. Der Spengemann ist auch so geil. Der kann mir das doch nicht schreiben, während ich live bin und dann 3 Minuten später aber erstmal, pst, Alter. Spengi, Alter. Zu viel Sonne da unten, wo du bist. Ja, also ich verlasse mich da auf euch. Carsten ist, glaube ich, Carsten ist im Urlaub richtig langweilig. Der schickt mir dauernd irgendwelche Bilder, wie er halbnackt mit Katzen spielt. Das ist kein Scheiß. Also, er hat mir gestern ein Bild geschickt von der Liege. Ich zeig's jetzt natürlich nicht, aber er am Sonnen am Pool oben ohne. Kamerawinkel von hier, von der Brust hochgeschossen aufs Gesicht. Und hier liegt so eine Katze. Und er macht so. Und weißt du, das ist. Kennt ihr? Also, er schickt mir dieses Bild. Und schreibt nichts dazu. Er schickt mir ein Bild von sich, oben ohne, mit einer Katze auf einer Schulter. Was? Wie? Bei WhatsApp kannst du ja auch nicht reagieren mit wie Lachsmiley oder also ne, wie bei Instagram. Was schreibe ich darauf? Cute? Oder? So ein Feini. Schnapsi dir, so ein Feini. Hä? Ich habe immer noch nicht drauf geantwortet, weil ich nicht weiß. Loverboy. Süße Katze, ja. Jörg, wie geht's dir? Hm. Eigentlich wäre witzig gewesen, wenn ich ein Bild zurückgeschickt hätte. Gleiche Pose und auf meiner Schulter Frodi. okay. Training done. So, kann ich jetzt hier irgendwo nochmal kurz einstellen? Nee, ne? Das geht nicht in der Session. Scheiße, Mann. Kann ich aus der Session raus? Geh nochmal auf Einstellung. Ah ja, Einstellung. Ja. Okay. Karriereeinstellung. Defekt hoch. Ja, hoffentlich kriege ich einmal einen Motorschaden, dann wird's nicht so peinlich. Parkvermehrregeln aus? Hä? Hat er noch an? Ja. Check mal kurz mal alle Einstellungen, die sind irgendwie ein bisschen. Mu. Du hättest als Antwort auf Carstens einfach ein Foto vom Chat senden müssen, wo drauf reagiert und vielleicht ein Upsi dazu. Mit Controller, Ami, grüß dich. Nitri. Auch ein guter Vorschlag. Okay, aber das müsste doch eigentlich bei Fahrhilfen sein oder Karriereeinstellungen, ne? Mit dem oder Setup. Regeln und Flaggen vielleicht. Ich weiß es nicht. Ne, da steht nichts von Setup fest oder so. Geil. Hm. Kann ich hier aus der Session raus und wieder rein? Stimmt.
Danke, Ami, für den Follow. Wisst ihr das, Chat? Kann ich... Ja, nicht, dass das Training dann weg ist oder so. Ich bleib ja drin. Weiß keiner, ne? Ja, kannst raus. Danke, Jesper. Gut, weil das ist doch seltsam. Wieso haben wir das Setup fest? Das macht überhaupt keinen Sinn. Bin raus. Du bist noch drin, ne? Ja, ich kann aber auch rausgehen. Ne, ne, ne. Ja, brauchst ja nicht. So, und jetzt gehe ich einfach mal in die normalen Einstellungen. Keine Ahnung. Spieloptionen. Fahrhilfen. Nee, eigentlich muss es ja im Hauptmenü einstellbar sein. Des Modus. Meine ich. Hier ist es auch nicht. Aber dann gehe ich mal wieder in irgendeine Mehrspieler-Lobby. Das war ja letztes Mal der Trick. Freundschaftsspiel. Das klingt auch, als würde ich jetzt hier FIFA spielen oder so. Einstellung. Lobby-Option. Weil guck, hier ist es wahrscheinlich. Genau. Komplett ist richtig, ne? Ja. Okay, keine Ahnung. Sonst fahren wir halt bei rein fest und gucken dann, dass wir es fürs nächste Rennen umstellen. Ist halt doof gelaufen. Karriere. Okay, ich komme wieder dazu. Ich habe jetzt E-Park von mir auch angemacht, also eigentlich dürfen wir eh nichts mehr umstellen. Ja, dann jetzt hier qualifizieren, ne? Rein. Hä? Training 2? Ja, ja. Aber kann es doch überspringen, glaube ich, oder? Weiß ich nicht. Aber wobei in Training 2 kommen jetzt natürlich auch die nächsten Modi, die wir fahren müssen, wie Benzin und so, ne? Das weiß ich nicht, ob das so geht. Ja, man kann jetzt im Qualifying überspringen, aber... Das ist halt blöd mit den... Was meint ihr, Chat? Überspringen oder machen? Schon wichtig für die Ressourcenpunkte, ne? Only Jens schreibt, man kann Training simulieren. Indem ich es einfach überspringe, das oder muss ich was drücken? Ich meine, andererseits haben wir Zeit. Lass mal ein Training reingehen. Ah, nee. Und schauen, ob wir die anderen Dinge haben, oder? Ja, aber das sind die gleichen Programme. Dann können wir es halt echt überspringen. Wo weißt du das? Dass die gleichen Programme sind? Wähle, wie du... Weil das, ich klicke drauf und dann wird es mir angezeigt. Das kann ich entweder zur Strecke oder verdiene Ressourcenpunkte und Entwicklungsboni, ohne die Programme selbst fahren zu müssen. Was ist das denn? Dankeschön für den Follow. Nee, Alter, lass mal... Ja, dann überspringen. Ich gehe mal zum dritten Training. Mach das auch mal, Training 3. Ach, das ist die Simulation. Ach, da hätten wir das wahrscheinlich ausführen müssen. Zeit für eine Bionade, Chat. There's some hoes in this house. So, Chat, jeder von euch, der hier Formel 1 interessiert ist, droppt mal eine... Wie soll man das nennen? Riskante, genau, bold prediction zum Rennen heute, oder zum Sprintrennen heute. Also ich sitze jetzt im Auto wieder. Ich auch. Wir sind in Training 3. Oh Mann. Ja gut, das war natürlich dumm. Können wir das Auto umstellen? Nee.
Warum nicht? Ich check's nicht. Ja, Session beenden. Ist jetzt egal, denn dann, ja. Fahren wir halt ohne Setup. Leclerc auf Pole. Okay. Ricardo P4. Würde ich feiern. Russell 5. Wäre auch geil. Mercedes fährt einfach Verstappen weiter von. Was denn? Die Haas fahren 28,8. Okay, ist zu krass, ne? Ja, ja. Das ist zu krass. Mal sehen, was wir jetzt im Qualifying fahren. Ne, das ist ja echt zu krass. 28,8, wenn ich sage, ich schaffe vielleicht die 30. Stark an sie. 1500 Ressourcenpunkte. Jawoll. Geil. Ah, guck, die werden billiger. Dadurch. Ja, das Ding ist halt, Chat, wir haben gerade kein Setup. Ich überlege, ob wir für das Rennen vielleicht runterschrauben auf 90. Was bist du nochmal gefahren, Hansi? 29? 5? Nee, ja, ich glaube 29,5. Ja, ich wollte gerade sagen, nach dem Quali kann man auch noch runterstellen, sonst. Ja, man will ja im Quali auch dran sein. Wie gesagt, du kannst runterstellen, du kannst es gleich behalten. Mir ist das egal. Viel Glück da draußen, bring das Auto in einem Stück im Ziel und am besten vor Mike. Ja, ich glaube, ich stelle runter, oder? Weil, also ich habe da sonst gar nichts zu melden. Wo ist denn? Ganz am Anfang musst du auf Einstellungen gehen. Und dann bei Simulationsoptionen. Wir machen mal 90. Sind es eine halbe Sekunde langsamer, glaube ich, ne? Bei Regeln nach Setup. Ja, habe ich das schon, aber da steht nichts. Park für mich habe ich ja erst jetzt angemacht, deswegen. So, dann hier stellen wir mal auf 90. Jetzt ist Hansi Erster, das wäre so bitter. Ja, klar, Erster, kein Problem. Im Willy. Okay. Ja, Qualifying. Rein da, ohne Setup. Ich fahr direkt raus, Bruder. Don't worry. So. 4% Regen, passt da draußen auf? Mhm, mach ich. So, Setup kann man nichts verändern, das ist halt echt. Fährst du schon raus? Nee. Alter, die fahren ja alle raus. Naja. Krass, wie schnell. Vettel. Q2 ist Mindestziel. Ich will nicht letzter sein, aber ich glaube, das werde ich. Wir fahren kein vollständiges Qualifying, wir fahren ein kurzes. Kurzes, ja. Das heißt, kurz nochmal 15 Minuten oder so? 18. Ach, da fährt Mike raus. Kommen wir ihm mal zu. Noch mehr Druck. Direkt hinter dem Alpha-Tauri. Und vorne Mercedes vor allem. Eieiei. Bitte was? Die lassen ja richtig Funken sprühen. Eieiei. Wo ist auch richtig tief angelegt. P15 ist dein Ziel, sagt mein Rainer. Okay. Hamilton, fahr vorbei.
Bin er nicht, okay, geil. Hat er keinen Bock drauf. Was macht er jetzt dem armen Williams und druckt der Hamilton? Alter. Was soll denn das? Jules, das ist eigentlich echt easy zu lernen ohne ABS. Wie er Abstand hält. Überhol mich mal. Bleib stehen. Jetzt ist er vorbei, sehr gut. Und da geht er die letzte Kurve rein. Erste Qualifying Session für Team Williams. Abfahrt, Junge. Nicolas Latifi. Wir schauen aus einer Runde sein. Erste Kurve anbremsen. 327 im Temporadar. Da aktuell. Erste Kurve ein bisschen weit rausgekommen. Immer. Das ist eine große Schwäche von Nicolas Latifi auf der Strecke. Anbremsen auf die vierte Kurve. Erster Sektor ist durch und er fährt eine 28,5. Auch da wieder ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen ist gut, Diggi. Ich war da schon fast auf dem neuen Kontinent. Ich will zu viel. Ja. Hallo, Curbs. Zu weit rausgekommen auf die Curbs. Ach, Junge. McLaren und Red Bull. Ja, keine gute Runde. Ja, man merkt einfach, wie dieser Williams ganz schlecht ist, wenn du schnell in die Kurve fahren willst. Wer ist ausgeschieden? Raikön und Mick? Ich hab nichts gesehen. Stark. Ha! Alter, Karambolage, Kurve 1, Vorsicht! Let's roll, Vettel raus! Was ist da passiert? Alonso raus, ich fahr gerade dran vorbei. Geile KI! Gelb! Ah, ja, Tsunoda kaputt. Hey, du Junge, da kannst du gar nicht mehr fahren. Die Teile liegen ja richtig auf. Geil! Was ist denn da passiert, Alter? Hamilton ausgeschieden. Wow! 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 Gassi, vorsichtig! Den McLaren vorbei. Und den. Oh, Tsunoda habe ich gar nicht gesehen, dass der da fährt. Alter, was ist denn da? Da lag ja alles. Da lag ein Reifen, da lag gefühlt ein Arm und da lag gefühlt, keine Ahnung, ein Ausweis. Fahrerlizenz von irgendwem. Junge, das war richtig krank. Da, da lag ja alles. Ich hab das noch gesehen. Okay, dieses Vorbeilassen funktioniert immer noch nicht so gut. Oh, fast gedreht. Bei mir ging's. Tatsächlich. Wahnsinn, was da alles lag, ey. Okay, aber wissen wir, wie viele da ausgeschieden sind? Nee, ne? Oh, bestimmt. 4, 5, oder? 6, 7, krass. Wird ja gar keinen Stress mit dem Rennstart, wenn alle hinter mir stehen. Ey, Mods! Ich bin 5 Sekunden hinter Hamilton. Nice. Wollen wir eine Vorhersage fürs Rennen machen? Die stehen hier! What the fuck? Auf deiner schnellen Runde? Die standen da an der Stelle. Ja. Alter! Wahnsinn. Hauptkommissar Karl-Heinz, danke schön für deine Follow. Grüße. Kalle, was geht? Ah. Ja, gleich mal eine Sekunde dadurch langsamer als du im ersten Sektor. Junge, ja, du hast ja noch Zeit, glaube ich. Schon wieder gelb, schon wieder gelb. Ja, fahr mal in die Box, fahr mal in die Box und fahr dann neu raus, würde ich sagen. Da ist gerade irgendwie... Quarki, danke schön auch für dich. Also an dich, für dein Follow. Wild, ey, aber das ist so geil. Also das gab's bei der KI früher nie. Junge, ey, also das habe ich so noch nie erlebt. Ich schick dir den Clip gleich mal vorbei.
Ich hätte halt gern mal ein Replay davon irgendwie, aber es gibt's halt nicht so Highlights. Weißt du, was ist da passiert? Das würde ich gern sehen. Butzking, danke schön auch an dich für den Follow. Alter, ich bin so lahm. Marzipan 1,287. Ich fand 1,301. Wollte mich verarschen. Junge, das war krank gerade in dem Moment bei mir. KI 90 ist auch zu hart, Hansi. Also, wir haben auch kein Setup, muss man sagen. Vielleicht sind wir mit Setup eine halbe Sekunde schneller. Aber guck mal, was die für Zeiten fahren. Macht überhaupt keinen Sinn. Also ist ja okay, wenn wir hinten dran sind, aber. Also, eine Sekunde hinten dran sein macht keinen Sinn. Oder zwei. Mal gucken, was du für eine Zeit fährst. Ja, ich habe noch keine sitzen können bei der Sache gerade, Alter. Das war echt. Echt heftig. Ich schau mal kurz nach, ob ich es finde. Moxig, es gibt kein Q1, 2, 3. Wir fahren nur 15 Minuten und das war's. Es sind drei Autos raus, Hansi. Zwei Autos sind raus, die. Sind nicht aus der. Ja, ein paar haben ja schon ein Dings gesetzt, ne? Ach so. Ja, gut. Ja, gut, dann bringt's aber nicht so viel. Ne, einer ist nur Alonso, oder der wird wahrscheinlich auch noch fahren. Also bringt es gar nicht so viel. Schade. Trotzdem geil. Setup bringt sogar noch mehr. 1 bis 1,5 Sekunden. Ja. Dann, vielleicht können wir auch sagen, wir stellen für das Rennen runter und dann wieder hoch, wenn wir Setup einstellen können, weil, also, das halt. Pilot Giant, Dankeschön. Soll ich es dir auf Discord versuchen zu schicken, dass du es im Stream zeigen kannst? Ja, gerne. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr rausfahren, weil ich komme an 1,29,3 oder so nicht ran. Ich verliere alles im Mittelsektor, ja. Ja, im Training auch schon. Eine Sekunde im Mittelsektor. Das müsste ja dann eigentlich diese Linkskurve sein, ne? So wird gelädt gerade. Das Ding. So, probieren wir mal. Aber lass ja noch Hansi eine Runde fahren. Ist da bei dir, das kannst du gleich nach der Session zeigen. Ich zeig das jetzt. Oder so. So, warte, Chat. Ja, mach ich gleich, Knight Rider. So, Fenster. So, Chat, gucken wir uns mal Hansis Clip an. Okay, du fährst auf der Geraden. Alter. Oh mein Gott! Wie hast du da bitte keinen getroffen? Alter! Also, dass du da nicht in Ricardo oder so fährst, die Junge Hansi! Nicht Reaktion. Ja, nicht nur das, sondern auch noch einschätzen, wie breit dein Auto ist. Guck das mal an, Alter! Uff! Ist er komplett krank, wie hast du, oder ist er geghostet worden? Nein, nein. Also bei mir zumindest, was ich gesehen habe, nicht. Nee, oder? Das sieht mir so aus. Bei Ghosting aber eigentlich aus. Alter. Also. Wenn Hansi was kann, in echt dann einparken, glaube ich. Uff. Also. Geil, dass die auch da verstehen, ne? Das ist Wahnsinn. Krass. Krass. Ja, dann fahre ich auch noch mal eine Runde. GG, Hansi, schreibt Fossi. Wieso kann ich den Reifen nicht wechseln? Ich kann den Reifen nicht wechseln. Ich kann gar nichts machen, Alter. Ist ja. Ah, hier. Jetzt. Fehler gehabt. Ja, jetzt drehe ich mich. Fuck. Kann ich sagen, ich will Benzin? Nee, auch nicht. Perfekt.
When you're ready, let's go. Und ich darf noch mal reinkommen, Reifenwechsel. Einen Versuch bekommst du noch. Du brauchst kein Setup, wenn du Familie hast. Alter, liegen ja immer noch alle Teile. Junge, da liegen drei Reifen in der Kurve. Kann das nicht Safety Car oder so? Also, was heißt Safety Car? Einfach mal rote Flagge und dann wegräumen. Das ist ja, da liegen drei Reifen. Also, das ist ein bisschen schlecht gemacht, oder? Naja, das muss noch verändert werden, meiner Meinung nach. Eieiei. Ich hab noch keine Zeit gesetzt. Es läuft. Das war kein Glück. Das war gekonnt vorhin mit der Stelle. So, komm, Mike. Die 1,30 habe ich gesagt knackig. Die muss ich knacken können. Ciao. Da war ich so abgelenkt mit den Reifen. Aber wir kriegen es noch eine Runde hin. Boah, ich wusste nicht, kann ich jetzt auf der Ideallinie fahren, weil da ein Reifen liegt, oder mache ich mir was kaputt? Ich fahr durch. Ja, weil ich wollte es nicht und dann war ich so abgelenkt, habe so auf den Reifen geschaut, dass ich den Bremspunkt komplett verpasst habe und gerade ausgefahren bin. Ja eben, deswegen, ich wusste nicht, ob ich die Ideallinie überhaupt nehmen kann. Moin Sepp, grüß dich. Ja gut, wenn ich die Ideallinie da nicht nehme, werde ich mich eh nicht verbessern mit der Zeit. Also ich werde es einfach riskieren und voll reinknallen, mein Gott. Ja, da sind 6 oder 7 Autos kaputt gegangen. An der Stelle vorhin. ...1,25,7 fährt Hamilton. Ja, ist was? Doch... Also, da überlege ich fast, ob wir auf 80 stellen. Weil dann ist er eine Sekunde langsamer. Man sagt ja, 10 Dinger sind ungefähr eine Sekunde. Und ist trotzdem noch viel zu schnell. Sepp, ich hatte Bock. Nee, machst du nicht, Jules. Ich bin da gerade durchgefahren. Ja, natürlich komme ich hier in der Gruppe raus. Ach, was soll denn das? Komm, Mann, sie schaffst du. Krieg ja du vor mir. Junge, die fahren ja jetzt so ultra langsam hier. Oh mein Gott, ja, ich fahr jetzt auf die drauf. Oh Mann, ey. Ja, ich kann Platz machen, das geht ja, aber. Muss die anderen machen? Weiß ich nicht. Ich fahr rechts an der Seite. Okay, ich konnte komplett durchfahren. Ja, ja. Alter, ich werf's halt jetzt schon wieder weg, ey. Dann lass mich bitte durch, wenn du nicht mehr fährst. Danke. Du warst noch nicht auf der Schnellen, oder? Nein, nein. Ich dachte schon gerade, ey. Aber ich muss noch eine setzen, deswegen. Alter, wieso krieg ich das denn nicht hin?
So, jetzt komm. Alter. Komm überhaupt nicht mehr rein. Leider. Bin jetzt eine Sekunde langsamer, ist ja komplett krass. Bist gefahren? Bin 14. Alter! 28,2. Alter, was? Und du bist 2 Sekunden schneller als ich. Ja, dann machen wir gar nichts an der KI. Dann ist es halt so für mich. Boah, ich bin echt off the pace. Alter, die kriegen alle Strafen. 5 Blitz! Alter! Also Bottas, halt erste Pole, Hamilton 2, Perez 3, Stroll damit auf 4, Sainz 5, Vettel 6. Du bist jetzt, was? Was ich sagen wollte, ich bin aber auch 14. von 13 weg, ne? Ja gut, du bist ein Williams. Das passt doch, du bist Russell, ich bin Latifi. Hey, ich kann nicht runterscrollen. Kannst du runterscrollen? Doch, du musst einmal X drücken, dann ja, Ganze. Natürlich. Und da muss rüber gehen, glaube ich. 25,3 Jesper, welche KI-Stärke? Ja, ich bin halt, guck mal, wie. Also, ich bin ja unfassbar langsam. Ich bin ja wirklich ferner liefen. Scheiße, Mann. Und vor allem an die 30,1, das war schon eine Runde, an die ich nicht mehr rankam. Aber du bist voll drin. Ja, scheiß drauf, Alter. Challenge accepted. Dann fahre ich halt 2 Sekunden hinterher. Ist mir doch egal. 97. Ja, erstmal jetzt den Start überleben, ne? Ich sehe mich ja schon am Ende der ersten Runde im in der Box. Bei Simulationsschaden jetzt. Chat, kurze Frage. Auf 85 stellen oder 90 lassen? Schreib mir bitte eine 8,5 oder eine 9,0 rein. Was ihr geiler findet, weil natürlich, wenn ich nur hinterher fahre, ist natürlich weniger Action für euch auch, also 90, 90, 90, 87, schreibt Jesper. 85, 85, 90, 90. Ah. Komm, wir lassen 90, scheiß drauf. Komm. Einer schreibt 80. Steven schreibt 95. Steven, küsse dich mit Zunge. Du fährst einen Williams, ja. Ja, komm, 90. Dann alles okay, Chat. Danke fürs Feedback. Ja, ich nutze einfach dieses erste Rennen als Akklimatisierung. Alles gut. Ja, ich wollte so fragen, Knight Rider, weil es ist auch Action für euch. Months of rumor and speculation all come to an end today as we return to racing Starting for grid. The opening event of what promises to be an enthralling season. Welcome along. Von Hansi ist halt krass. Hansi muss das Ding holen. Formula One World Championship. We'll be racing around 3.36 miles of the magnificent Bahrain International Circuit today. Keep an eye out for drivers locking the front left down into the tricky braking zone of turn 10. Or is Gasly auf 10? So here we are in 2020, ich bin 12. Ja, ja. Formula One World Championship.
It all begins here. Mercedes looking to retain their hold on the title. Red Bull seeking to secure. Ja, stimmt schon, Chat, aber wenn ich auf 85 stelle, was mir besser passt, ist Hansi halt in Punkten und deswegen schon okay, ich muss besser werden. Er fährt auch Controller. Geht schon. Ich werde mega defensiv fahren. Between the newly rebranded Aston Martin and Alpine teams. Lots to discuss then with Anthony Davidson, who's joined me in the commentary box for today's event. It's good to be back, Crofty. Let's hope for some good racing. So schlecht, dass er über Crofty und Davidson spricht und in Untertitel steht Heiko und Stefan. Hopefully nobody is able to run and hide. We want to see these drivers pushing to the limit all the way. Warte mal, steht da vorne einer auf weiß? Bevor wir beginnen, in den Top 10? Let's take a quick look at the grid line. Das muss aber der aufgerüstet sein, oder? Good job yesterday, ja, Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position. And it's Lewis Hamilton alongside. Ich weiß nicht, die Gesichter in Formel 1 sehen noch so ein bisschen aus wie FIFA 14, oder? Ich hoffe, dass dadurch, dass EA jetzt damit drin ist, dass sie diese Scans machen wie bei FIFA. Norris and Pierre Gasly. Leclerc. They'll be starting further back after a aber die KI-Stufe nur bei anderen Spielen. Esteban Ocon, they've taken a grid penalty. And Giovinazzi, Mazepin, Raikkonen, Mick Schumacher and Yuki Tsunoda. The real deal and Fernando Alonso rounds off the grid. 1.27.0 steht hinter mir. Warum bin ich SP1, Alter? Ich bin MLS. Ich bin auch SP2. Rennstrategie, ach du Scheiße, was sind das für Daten, die ich hier habe? Also Reifen ficken ja komplett rein. Du hast noch 20 Sekunden. Oh, perfekt. Hast du schon ausgewählt? Ich war schon lange durch. Och mein Gott. Das tut mir leid. Ja, ich kann nichts machen. Dann, ja. Du kannst ja selber die ziehen. Ja, muss ich jetzt. Raus. Okay, gutes Rennen. Oh, guter Start. Oh! Ich bin neben Norris! Ich bin innen. Hallo, lasst mir Platz. Einfach keinen Schaden fahren, Mike. Hinter mir ist Martin Spin. Alter, Norris ist nur 14. Der ist ja richtig schlecht weggekommen am Start. Gib alles, Hansi. Klar, mir kommt keiner vorbei. Ich halte jetzt auch für dich. Oh Gott. Was verbremst. Ja, Steve, ist schwierig. Aber ich muss da reinfinden. Hab Bock. Oh, jetzt greift Norris Martin an. Ich hab so Probleme, dran zu bleiben, ey. Ich habe nach vorne auch. Also Ocon und Gasly sehe ich noch, aber der Rest ist krank. Vorne weg. Ja. Ich gebe mein Bestes, Chat. Aber Hansi, gut. Norris werde ich nicht halten können. Der ist krank schnell unterwegs. Boah, ich fick die Reifen halt jetzt auch schon so hart an, Ale, Wahnsinn.
um irgendwie dran zu bleiben. Kannst du einstellen, Steven? Ich habe eingestellt, dass manuell, Hansi fährt automatisch. Du bist halt schneller, wenn du manuell machst und Hansi fährt auf automatisch so viel schneller. Das heißt also, ich bin einfach wack im Game an sich. Hallo, Tabi. Aber ich komme da rein. Oh, Norris dreht mich fast. Was soll der Scheiß denn? Bleib dran. Ja, bin vor ihm. Bei der Beschleunigung haben die keine Chance. So Angst auf meine Reifen zu gucken. Ich spüre bei jeder Kurve, wie sie vibrieren, weil ich einfach komplett überdrehe. Aber ich will da dranbleiben, Mann. Ich glaube, ich werde Runde 5 in die Box, ey. Ja, schon 12%. Was funktioniert denn nicht, Schoko? Sonst gib mal den Command ein, der in der Headline steht, Schoko. Wenn du das meinst. Es geht Kejo, hi. Kann gerade die Nachricht von dir nicht lesen, Kejo. Mach ich gleich. Deine Gänge kaum aus, ist das Absicht? Nee. Du meinst, ich schalte zu früh, Kejo? Genau. Nö, ich kann ja mal versuchen, die Gänge ein bisschen länger stehen zu lassen. Also Chat, wenn ihr Tipps habt oder so zu meinem Fahrstil, ne? Gerne droppen, also ich will ja besser werden. Ja gut, das ist passiert manchmal. Okay, Joe. Weil ich fahre ja auch erst seit letztem Spiel mit manuellem Schalten. Das ist aber ein Fehler, der passiert, weil ich das Game nicht so oft spiele. Aber ich bleib dran an denen, die von Hansi aufgehalten werden. Wobei, so krass hält sie ja gar nicht auf. Ich komme halt einfach nicht so gut um die Kurve wie die anderen.
Boah, ich habe so Probleme dran zu bleiben. Also Schoko, was funktioniert denn nicht? Du willst da rein und es geht nicht, oder was? Also ich habe sonst leider auch keine Lösung. Schoko, danke für den Follow. Ich löse mich gerade aus dem DRS-Fenster von Marzipan. Geil. Ist das gut? Komm. Ich verliere leider gerade den Anschluss zu Tsunoda. Schon 2 Sekunden hinter. Oh, die Roten gehen jetzt zum ersten Mal in die Box. Ocon geht rein. Mhm. Ah, das ist seltsam, Schoko. Ich bin mal auf die Schäden gespannt, Chat, weil wir haben ja Simulationsschaden. Wir haben erhöhte Defekte an und erhöhte Safety Car. Ob da was passiert? Aber stark, Hansi, ich bin sehr stolz auf dich. Ich schwitze mir aber auch hier richtig fern ab. So muss das. Gegen die KI. The gap to the car ahead is 3.0 seconds. Wir machen mit Planar weiter. Ja, ich würde jetzt pro Runde echt eine halbe Sekunde oder so. Ja, Ricardo Leclerc in der Box. Bottas kommt raus, ich bin vor Verstappen. Ab wann gibt's Hansi Russell Merch? Ich bin ein richtiger P17, ich bin ein richtiger Latifi hier, Freunde. P9. Hinter mir Leclerc, kein Stress. Hinter mir Verstappen, kein Stress. Oh fuck, verbremst. Dank. Ich halte Leclerc so hart auf, Alter. Alter. Wohin fährt er denn? Was war das denn? Leclerc ist komplett abgeflogen. Leclerc steht im Kies. Der wollte mich überholen. Der hat den gleichen Move gemacht wie ich. In der Runde. Green Flag. Das war, glaube ich, nicht mein Fehler-Chat, oder? Er war einfach. Einfach überdreht. Also, ich glaube, da habe ich keinen Scheiß gebaut. Okay, mein neuer Rivale ist Leclerc. Stroll. Innen. Leclerc wie ein echt übermütig, schreibt Tabi. Oh, Sainz und Ricardo. Voll vorbei. You're free to race, Hansi. Ich weiß, ich bin Achter. Und Chat, das Traurige ist ja, dass Bahrain eigentlich eine meiner besseren Strecken ist. Also Mike Monaco?
den Kampf mit Stroll bin ich jetzt wieder hinten rangerückt an die... Ich halte jeden auf, den ich für dich aufhalten kann. Nur ich bin halt echt kein Gegner für die. Meinst du es ernsthaft, Mu? Leclerc und ich, oder was? Gab's da eine Berührung? Nee, oder? Also bei mir ist kein Schaden auf jeden Fall, wenn... Und das, obwohl wir auf Simulation spielen. Also ich hab... Also in Vibration habe ich nichts gespürt. Für mich sah es aber aus, als ob er zu schnell in die Kurve ist und sich da komplett verbremst hat. Also jetzt wieder hinter mir. Ich glaube, der hat Bock auf mich. Du fährst auf Gelb, Hansi, oder? Die hinter mir aber auch alle. Schau mal, statier gleich bitte, wie schnell deine schnellste Runde war. Meine schnellste 1:32.7. Uff. Schal! Super verteidigt, Mike. Ich dachte, er will mich überholen. Einfach außen geblieben. Okay, Mu, krass. Aber selbst wenn es eine Berührung gab, war das, glaube ich, nicht mein Fehler. Da außen zu überholen, in der Linkskurve, ist halt auch wild. Oh, gelb. Oh ja, oh nein, Kurve 1, oh Gott. Jo, Norris ist abgeflogen. Ja, ich sehe es. Krass, also die KI macht echt Spaß. Also das ist echt... Die machen Fehler, geil. Bockt richtig. Leclerc gegen Norris, ey, Leclerc hat so ein Scheißrennen, wirklich, der hat so viel Pech. Oh, Hansi, Punkte oder was? P8 aktuell. Alter, wie's? Hansi, Junge? Hansi Russell? Ich werde nächste Runde aber schon in die Box müssen. Jetzt schon? Ja, ich hab 65 vorne links. 65? Ja. Ich hab 50, Alter. Was machst du mit dem Auto? Ich hab hier vielleicht ein oder zwei Duelle. Lass dich nicht ärgern. Nee, alles gut. Boah, man sieht richtig die Abnutzung auf den Reifen. Schau mal hin. Bei mir geht's noch. Ey, Raikön ist hinter mir, Chat, alles gut. Chat, wenn ihr mir irgendwelche Fragen stellen wollt, ne? Schreibt die gerne rein. Ich werde nach dem Rennen versuchen, auf alles einzugehen. Beziehungsweise kopiert es euch dann und schreibt es dann nochmal neu rein. Jetzt während dem Rennen ist schwer. Aber ich finde 50% ist doch geiler als 25, oder? Ja, ist halt nur der zeitliche Aspekt, ne? Ja, ist halt so. Wie lange wir jetzt gebraucht haben für das Wochenende. Ist doch geil. Haben wir keinen Stress. Dafür, dass ich eh Letzter werde. Hm. Nee, Hansi streamt nicht, aber ich hoffe, eines Tages streamt er. Das ist natürlich geil, wenn du jetzt noch streamen würdest, ey. Ja, dafür müsste ich erstmal beim Personalrat anfragen, ob ich überhaupt eine nebenberufliche Tätigkeit machen dürfte. Beziehungsweise ob ich die nebenberufliche Tätigkeit machen dürfte. Ich glaube, ich werde einfach versuchen, den gelben Reifen so lang zu ziehen wie möglich, oder, Chat?
Vielleicht erwischt ihr irgendein Safety Car oder so. Dann auf Rot. Ja, ich glaube, so lange werde ich nicht ziehen können. Hammer Time! Ja. Egal, wenn Jeff jetzt sagt, Nicholas Latifi, it's Hammer Time. It's Hansi Time. Oh, Fight zwischen Leclerc und Tsunoda. Na, die geben sich schon richtig, die KI. Ich hab 61%. Vor allem, ich weiß ja gar nicht, wie lange die Roten halten. Ich konnte es mir ja nicht so richtig ansehen vorhin. Ich glaube, die halten noch vielleicht 6 Runden. Gap to teammate behind is 13.8 seconds. Oh, fast gedreht. Boah, was ein Safe. Boah, die Reifen sind halt jetzt schon am Arsch. Also ab paar 60 spürst du schon hart, ne? Ja. Ich hätte vielleicht auf Weiß starten können und Rot versuchen können. Nasco, was geht? Hi. Heck 808. Alonso will ich ziehen lassen müssen. Boah. Vielleicht die Hälfte des Rennens geschafft. Ziemlich geil, macht viel Spaß, Nasco. Hansi und ich machen eine Duo-Karriere. Das geht zum ersten Mal, dass du zusammen ein Team spielst mit Verbesserung und Karrieremodus. Richtig geil. Da könnten echt andere Spiele von lernen. Aber ich muss halt noch richtig reinfinden. Also ich fahre hier hinten rum, bin echt schlecht. Hansi ist besser, fährt vorne echt gut. Aber ich habe Bock, da rein zu grinden, um mich zu verbessern. Ich muss halt wieder reinkommen. Aber ist geil, also das Spiel an sich macht mega Spaß. Die KI haben sie auch endlich mal verbessert, also cool. Hallo Buggy! Ich kann nicht auf gelb bleiben, ich muss einmal die Reifenart wechseln, das ist vorgegeben. Deswegen meinte ich ja vielleicht weiß-rot. Gelb-rot werde ich glaube ich nicht schaffen. Mein Reifen hat schon 70%. Nee, ich werde reinkommen, weil Rot schaffe ich nicht und ich will den Weißen ja auch ausfahren können. Also macht keinen Sinn, jetzt einen ganz alten Gelben zu benutzen und auf den Safety Car zu hoffen. Ich könnte vielleicht maximal noch ein, zwei Runden halten. Ist natürlich Pech, wenn jetzt ein Safety Car kommen würde.
Aber gelb-gelb-rot ist langsamer als gelb-weiß. Ja, ja. Ist nicht langsamer. Ich mache ja weiß. Ja, nee, weil gerade einer reingeschrieben hat. Achso. Geiler Stopp, 2-3. Ich hatte 2-5. Safety greifst du selten. Hallo Krisenmeister. Ja, wir haben es halt erhöht eingestellt, ne? Abwarten, wenn die nochmal so crashen wie im Qualifying, dann kommt Safety Car safe. Ja, also hier gab es ja noch gar keinen Anlass für Safety Car, also naja. Vielleicht mache ich gleich auch noch einen Fehler und fahre in eine Wand oder so. Nein. Kommt Safety Car, das weiß ich ja nicht. Machst du nicht. Nee, habe ich auch nicht vor, aber... Dankeschön, Stefan. Schönes Wochenende dir. Check. Bisher blieben wir beide echt ohne Fehler. Das ist echt ganz geil. Trotz Simulationsschaden und keine Ahnung. Okay, gap ahead is 2.3 seconds. Von der Pace her alles gut, nur die Reifen werden, glaube ich, problematisch bei mir hängen, das Rennen. Was hast du jetzt an Weiß? 12. Na, mal schauen. Vielleicht bei der KI auch so, teilweise. Den habe ich so, das geht schon aufgehalten. Der hat mir gerade mal eben auf schnelleren Reifen eine Sekunde innerhalb des letzten Sektors genommen. Ich hab das Gefühl, ich hole ein bisschen auf Giovinazzi auf, oder? Ah, DRS-Fenster. Komm schon, es wäre doch geil, wenn wir nicht Letzte werden würden. Vielleicht hätte er auch irgendeinen Schaden davongetragen. Ah, jetzt wieder aus dem DRS-Fenster raus, leider. Komm schon.
Mein Pace ist strong, sagt er. Ja, danke. Komm. Ja, ich bin dran. Aston Martin ist einer raus. Das geht. Geil. Ich bin an Giovinazzi dran. Ja, hier ist gelb. Also, wie weit ich hinter dir bin. Vettel DNF. Okay, clear. Ich hatte das aber auf der Karte gesehen gehabt. Ja, so ist es nicht. Ich bin ja auch vor Raikön. Ach, der hat diese 3-Stop wahrscheinlich. Der holt mich noch. So sagen, dass ich vielleicht 10, 12 Sekunden vornehme. King Aubameyang schreibt Tasting gleich. Ich hoffe, das wäre mein erstes Überholmanöver hier. Komm, ich will ein Überholmanöver. Ah, ich habe keinen. Komm! Nein! Nein! Okay, you have front wing damage. This will be a major performance impact unless you box for a new one. Ja, da hat man es direkt. Frontflügelschaden. Oh Mann. Ich war gerade beschäftigt, meinen L1-Knopf abzustellen. Und schon habe ich einen Frontflügelschaden und ich komme nicht um die Kurven. Ich muss an die Box. Understood, copy that. Ja, aber das ist der Simulationsschaden. Ja, alles gut, war mein Fehler. Ich hatte ihn, ich war zu gierig. Ich wollte den Überholknopf ausmachen. Und habe dann ganz kurz nicht auf ihn geachtet und schon bin ich reingefahren. Alles gut, es war mein Fehler, der bestraft wird. Da muss ich einfach dann auf den Überholknopf scheißen und erst auf der Geraden drauf gucken. Schade, ich wäre nicht letzter geworden vielleicht. Ja, es rot holen. Ich komme nicht um die Kurven, Alter. Das ist krass. Das ist ein gelber Frontflügel oder fast orange. Schade, aber ich habe echt am Ende mithalten können. Danke, Buggy.
Ah, schade, schade. Jetzt werde ich auch überrundet. Also Safety Car auch kacke. Go, go, go. Naja. Blue Flag. Perez Dritter. Müssen Bottas? Nee, Hamilton. Stroll Vierter. Ich glaube, Stroll ist Vierter. Jo, Hünger. Da hängt ein Mercedes weit weg, ja. Hinter Gasly müsste das sein. Das finde ich ein bisschen schade übrigens, dass man nicht einstellen kann, dass man nicht nur die fünf Leute da oben sieht, sondern die ganze Liste, wie in echt, dieses große mit den Abkürzungen, der Namen. Das wäre noch geil. Oder unten auf der Karte, dass du da siehst, wer ist. Ja. Aber ich glaube einfach links die Leiste runter, die Namen, wie in echt, das wird niemanden stören. Man muss ja nicht die ganzen Namen da lesen immer. Man könnte ja so einen Knopf machen, mit dem man ausklappen kann. Okay, der rote fühlt sich schon viel geiler an. Hansi, welcher Platz bist du? P13. Aber 13 wäre ein überragendes Ergebnis von Williams auf 90. Naja, wobei, ich bin ja gar nicht letzter. Vettel ist ja ausgeschieden. Gap to car in front is 8.9 seconds. Das ist Duo-Karriere. Also quasi My Team nur Duo. Glaube ich. Müsste in der Headline stehen, ist 90. Alter, ich bin gerade im Rennen eine schnellere Runde gefahren als im Qualifying. Was ist das mit Torunterriege? Musst du gleich nochmal nach dem Rennen mit reinschreiben oder kürzer, weil. Ich schau gleich auf Startziel. Also der Test gegen Honduras musste abgebrochen werden, irgendwas mit Jordan Torunariga. Bitte sag mir nicht wieder irgendeinen Scheiß mit Rassismus, weil der musste auch schon viel einstecken. Doch, wurde rassistisch beleidigt. Da sind die Spieler geschlossen vom Feld gegangen. Oh Mann, ey. Wo war der Test? Alter, Patex schreit gleich mal in den Chat rein. Danke, Badex. Ja, ich weiß, danke. Tsunoda ist ja auch noch hinter beiden Alphas, ne? Ey, ich wäre locker vor denen gelandet, wenn ich nicht die Scheiße gebaut hätte. Tsunoda hatte aber ein Problem. Naja, ist ja egal. Ich wäre ja irgendwo bei Giovinazzi, da wäre ich da in der Ecke. 16. oder so.
4 Runden noch. Schaffst du 13? Ja, ja. Sollte ich nochmal schaffen. Geil. Wenn die Runde beendet ist, sind es noch 4. Muss ich die letzte Runde noch mitfahren. Ja. Wer ist vor, wer ist hinter dir? Norris ist vor mir, ist 8 Sekunden. Und Marzen fliegt 2,3 hinter mir. Schiller fragt, Hansi Balte Mercedes. Ja. Tote Wolf hat mich gerade schon angerufen. Bei der Fahrt. Auf stumm gedrückt. Er hat den Funk reingedrückt. Mike fährt ganz stark, gefällt mir, macht Spaß zuzuschauen. Alter, Pilot Giant. Vielen lieben Dank für das süße Kompliment dafür, dass ich 19. bin. Ich gebe mein Bestes, aber es macht, also finde ich natürlich geil, wenn es euch Spaß macht zuzusehen, obwohl ich jetzt hier jetzt nicht so viele Duelle habe. Hansi fährt stark, Leute, dem ist ihr mal. Im Williams auf 90, am Controller auf 13. Und er fährt, also ich habe ihn gezwungen, ohne ABS zu fahren, was er sonst nie tut. Das ist geil. Und das zeigt mir ja auch, was drin ist. In Tokio. Ganz seltsam. Wakayama. Ein Spieler von Honduras ihn denn beleidigt oder was war da los? Oder das Publikum, ja. Das ist die, also beides macht für mich wenig Sinn. Warum sollte einer von Honduras das machen? Warum sollte die Japaner. Keine Ahnung. Weil es ist doch eigentlich bei Olympia so, dass keine Zuschauer erlaubt sind. Ja, beim Test, ach keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also von einem Honduras-Spieler. Der Typ soll mal öffentlich gemacht werden, was der für einen Shitstorm kassieren wird. Man kann sich doch so ein Safety Car geben oder irgendwas, kann jemand mal ausscheiden. Ich glaube, dass kein Safety Car mehr möglich ist. 3 Runden vor Schluss. Na gut, stimmt. Also, dass es vom Spiel so gewollt ist, dass keins mehr kommt. Hm. Jesper geht F1, schaut viel Spaß dabei. Jesper, hau rein, schönes Wochenende dir. Ist F1 jetzt Training, ne? Auch so komisch, dass jetzt noch mal ein Training ist, ne? Ja, ja. Wo die halt nichts verändern dürfen und einfach fahren. Das ist echt seltsam, ja. Boah, fast gedreht. Bitte nicht, Hansi. Platz 13 ist wichtig. Ressourcenpunkte. Gibt es, glaube ich, mehr für jeden Platz. Alter, das hat mich gerade mal eben 2 Sekunden gekostet. Geil. Smart Spin auf 1,4 ran. Alter, 2 Runden noch. Herzenoder fährt mir auch jetzt davon, also. Tricky. We've only got 2 laps of fuel left. Bottas 1,28,9. Bleib weg. Krasses Rennen vom Marzi Spin. 3 Sekunden schneller als. Mick. 3 Sekunden vor ihm.
Das Einzige, was ich versuchen muss, ist immer aus dem DS zu halten. Zwischen Start und Ziel jetzt. Stroll echt Vierter, ey. Und Fünfter ist dann entweder Hamilton oder Bottas, weiß nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, es müsste Hamilton sein. Aber wir werden jetzt gleich sehen, wer gewinnt. Ja, Bottas ist da. Ja, fahr vorbei, Lust, Joel, Alter. Ja, Leute, erstes Rennen für mich, Platz 19. Haben Sie die letzten Meter? Get in there, Mike! Hansi auf Platz 13. Die letzten Meter. Geiler Helm, Hansi. Marz ist Spin hinter ihm. Sektor 2. Marz Spin klappt nochmal auf. Es wäre so wichtig. Für das junge Team Pilliams. Hallo Spesi. Grüß dich. Letzte Runde, Hansi. Last Lap, Hansi. Schön außen. Da sprühen die Funken. Stimmt, ich bin vor einem vierfachen Weltmeister am Ziel. Vettel 20. Oh, das sieht gut aus. Alter, das ist schon, also das setzt Hansi ja auch eine Benchmark. Im ersten Rennen auf KI90, im Williams auf, ohne Setup, auf Platz 13. Krass. Alter. Stark, Hansi, GG. Boah. GG, Hansi, saustarkes Rennen, saustarkes Wochenende. Geiler Helm auch von dir. Sehr, sehr stark. Bitte mal. Cool, war auch Pech dabei. Go Hansi will mehr sehen, schreibt Pilot Giant. Bitte mal ein F in den Chat für Hansi. Starke Performance hier Bahrain. Also wir halten fest, die KI ist ja deutlich stärker am Qualifying als im Rennen, oder? Ja, also schlecht fand ich die jetzt im Rennen nicht. Nee, aber die waren halt von der Zeit her viel weiter weg als im Rennen dann. Ich war ja im Qualifying 2 Sekunden hinter und im Rennen konnte ich halbwegs mithalten. Ja, das stimmt schon. Boah. Also wenn wir jetzt noch Setup haben und uns verbessern als Team, dann kann man, glaube ich, bald auch auf 95 stellen. Also zumindest bei coolen Strecken wie nicht Monaco und Baku. Ja. Jetzt kommt Spanien. Okay. Perez 3. Stroll wieder, Bottas 5. Ocon 6. Alpine, starkes Wochenende für Alpine und für Aston Martin natürlich. Bottas die schnellste Runde. Hansi 1:32.5. Guck mal, ich habe auf Rot. Was bin ich gefahren? Okay, ich war wahrscheinlich auch der Einzige auf Rot. 1:30.0. Meine Quali-Zeit war 1:30.1. Ah, das sagt alles, ey. Da wäre mehr drin gewesen auf jeden Fall in der Qualifikation. Ich bin 19 gestartet und bin auf 19 raus. Hansi von 12 auf 13. Bottas von 1 auf 5. Realistisch das Spiel. Verstappen von 7 auf 2. Und ganz knapp hinter Hamilton. So. Ja, die fuhren die ganze Zeit hintereinander. Ja. Schade, dass es so einen Timer oben gibt. Ereignisse. Kollision mit Norris, Leclerc. Ja, das war das. Den Timer gibt es nur, weil ich da aus Versehen auf weiter gedrückt habe. Ich ja, wusste nicht, dass du da noch weiter schauen wolltest. Die Pose, Platz 19. Platz 19. Bist du schon Level 2? Ne, ganz knapp nicht. Oh, schade. Ich bin die Hälfte. So. Boah. Das war intensiv, hä? Okay, wir haben 1800.
Wöchentliche Ressourcen. Ja, wir können eigentlich jetzt schon was irgendwo reinhauen, oder? Ja, wir können Chassis auf jeden Fall, würde ich was reinhauen. Entweder in den Unterboden oder in den Schleifblock. Ey, wir haben ja Prozente drauf wegen dir, ne? Glaube ich. Wegen uns. Ja, dann mach doch mal Chassis. Ja. Schleifblock? Das willst du. Können wir machen. Ja, mach mal. Ja, mach ich. Hallo, Melli. Tropazierfähigkeit vielleicht noch was rein? Ja, Motor kostet 550. Würde ich vielleicht sogar reinsetzen in den Verbrennungsmotor. Ja, allgemeine Haltbarkeit haben wir ja schon. Und vielleicht ins... Ja, mach mal den Motor. Den Verbrennungsmotor? Ja. Okay. Immer Standard, ne? Weil schnell bringt eh nichts. Naja. Wir können Motor verbessern und Aerodynamik auch noch. Also je nachdem Motor. Wie viel haben wir denn? Das könnte passen. Wir haben 790 noch und der Motorleistung kostet 320 und das vom Aerodynamik kostet entweder 550 oder 396. Also wir können auf jeden Fall bei beiden was denn besser, bei beiden reinballern oder Also es wird beides auf jeden Fall vor dem nächsten Grand Prix fertig. Oder das Getriebe nochmal. Sobald wir 300 Punkte bekommen, jetzt gleich. Bekommen wir, glaube ich, gleich Punkte. Weiß ich nicht, ob wir das Getriebe machen müssen, so, ne? Weil wir können ja jetzt eh erstmal nur eins in der Strapazierfähigkeit machen. Ja. Weil wir haben ja nicht genügend. Ja, dann mach mal in beide rein. Eine Einrichtung, oder? Mach mal die beiden rein, die du gerade genannt hast. Buggy schreibt gerade, wenn die so weitermachen, werde ich bald noch Motorsport werden. Also dann einmal die Kurbelwelle und Ero. Dann entweder Front oder Heck. Was brauchst du mehr? Hansi, du bist Fahrer Nummer 1. Ist mir, also wirklich, Latte. Also Kurbelwelle mache ich. Chat, was sagt ihr? Wir haben Heck schon eine Verbesserung. Dann mach Front. Wollen wir dann die Frontflügel machen? Ja. Okay. So, wir haben jetzt noch 100 Punkte dann. Boah, in den nächsten drei Rennen, wenn ich so weg Spanien, Schmutz. Baku, gut, Monaco auch Schmutz. Geh ich mal auf weiter, ne? Mhm. Auf weiter? Oder? Ja, wir haben noch 70.000, können wir mit denen was machen? Die kannst du selber nur in dich investieren. In die Fahrerboni theoretisch, aber ist nicht genug Geld dafür. Ah, lol. Guck mal, wir haben 70.000 zusammen. Das hat sich auch geändert, weil bei mir ist dir das nicht hochgegangen, das ist bei dir nur hochgegangen. Ja, eben, deswegen, das war die mit Frage. Mit der Leistungsanalyse. Dann mach mal, kannst du deins hochpimpen? Nee, ist zu wenig Geld. Scheiße, Gießermeister. Ja, dann sparen wir das Geld, bis du das auch machen kannst. Dann weiter. Weiter, ne? Muss ich auf dich warten, dass du drückst? Nee, ich hab schon. Oh. Allgemeine Haltbarkeit geht weiter. Positive Stimmung, geil. Jetzt haben wir 300. Wie viele neue Teile sind aus der Fabrik gekommen? Ja, jetzt kommt ihr die Saisonpause erstmal kurz. Wir haben 700 jetzt. Saisonpause beginnen. Ja, das war doch beim letzten Mal so. Ja, wir haben 700. Das heißt, wir könnten noch was machen, oder? Ja, wir können in der Strapazierfähigkeit vielleicht schauen, ob wir da was haben, noch weiter unten. Wie zum Beispiel MGUK oder den Turbo verbessern bei der Strapazierfähigkeit. Ja, dann mach doch mal... Schwierig, was ein anfälliger, beides gleich, ne? Den Turbo. Wieso jetzt? Ich glaube, das Kinetische ist, glaube ich, das, was du mit ERS machst, oder nicht? Kann mich nicht alles täuschen. Ja, müsste sein.
Aber gut, ich mach den Turbo dann. Bin ich auch wieder angespannt. Das ist fast gleich. Sollte auch vorher fertig sein, normalerweise. Also es kann natürlich sein, dass sie auch fehlschlagen, ne? Ja, klar. Deswegen, ich gehe auf Saisonpause dann beginnen, ne? Du hast auf Standard gemacht, die Entwicklung, ne? Ja. Okay. Ja, Saisonpause beginnen. Und da sind wir wieder. Und dann wieder weiter, oder? Ja. Oder du hast 700 haben wir noch? Die hast du auch schon eingesetzt, oder? Die habe ich eingesetzt, sind auf 100. Okay, bei mir stehen noch 700. Dann mache ich weiter. Ich gehe kurz aufs Klo. Schau mal, was dann kommt. Sehr gut, alle Updates haben erstmal geklappt. Geil. Die neuen Teile wurden ohne Probleme fertiggestellt. Beim nächsten Rennwochenende werden sie eingebaut sein. 400, ja gut, das klappt, das bringt nichts. Das war echt nicht ohne gerade. Das Rennen. Ey, Halleluja. Ja, war wahrscheinlich noch ein bisschen mehr drin, ein paar Decks. Aber durch das Setup war die Reifen bei mir halt auch viel zu heiß. Viel, viel zu heiß. Deswegen muss man da mal schauen, wie das so weitergeht. Uah. Auf jeden Fall. Ich glaube gar nicht, dass ich so krass viel besser bin als Mike, was das Ganze angeht. Ich hatte halt einfach Glück, dass ich die Runde getroffen habe, dass die anderen kaputt waren. Ja, das stimmt natürlich, Tassilo. Das ist ganz klar. Patrick, wie viel da bist du denn gerade? Ich hatte kurz unterbrochen, weil ich sehen wollte, wie viele Ressourcenpunkte wir haben, ob wir da vielleicht noch was machen können. Kein Ding, ihr seid gut gefahren. Bin gespannt, wie es weitergeht. Ja, geil. Ich habe auch Bock, also ich bin eigentlich nur hinterher gefahren, aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Weiter? Drück mal weiter? Ja, können wir weitermachen. Ich wollte nur gucken, gesagt, wie viele Ressourcenpunkte wir haben. Jetzt haben wir 700 nämlich. Es sind alle Updates durchgegangen, ne? Oh, geil. Ja. Aber mir steht immer noch 700, oder ist es... Jetzt wieder. Ah, okay. Wir haben jetzt wieder 700. Ah, wir sind aber hinter Haas. Haas hat auch krass geballert, guck mal. Alter. Also fast gleich, also eher gleich. Ich glaube aber Alpha ist ein Stück weg. Wir könnten Chassis noch machen, das sind 429 hinter Unterboden. Aber das ist erst nach Monaco fertig. Und ja, ich glaube das braucht, ich glaube ich würde nochmal das Strapazierfähigkeit, das andere MGU, was wir nicht gemacht haben, weil
die Performance, wenn wir jetzt in Katalonien mitnehmen, und sind wir ehrlich, also ich verspreche mir jetzt nicht so viel von Monaco und Baku. Also wir können MGUK oder MGUH machen. Eins von beiden können wir machen. H war letztes Mal nicht freigeschaltet, glaube ich, deswegen würde ich erst, ja, K, genau, erst K machen. Okay. Ja, mache ich. 20% Fehlschlagsrate. Das ist vor Monaco noch fertig. Bei Standard, ne? Ja. Wir sind das beste Auto, was die Strapazierfähigkeit angeht. Ja, ist auch gut so. Wo sieht man das denn? Strapazieren können wir. Wenn du auf Strapazierfähigkeit drauf gehst und dann eins auswählst, was, okay, du verbessern willst oder so, dann siehst du das im Leistungsvergleich der Fahrzeuge. Ja, besser als Mercedes. Immerhin, das haben wir. Alter, bei Antrieb sind wir auch am besten? Ja, das ist der Mercedes-Motor. Wir haben auch schon, wir haben 5 Dinger da weitergemacht schon. Alter. Wir haben halt nur keine Aerodynamik und kein Chassis. Alter, Chassis sind wir so scheiße, Alter. Wahnsinn. Aerodynamik. Junge, Aerodynamik ist ja... Junge, wir sind ein Stein. Haben wir überhaupt irgendwas in unseren Flügeln drin? Alter, sind wir da weit hin. Okay, die nächsten Punkte müssen jetzt safe da rein. Alter, Alter, das ist ja nicht mal feierlich. So Aerodynamik fahren wir wie ein Stein, wollte ich gerade sagen. Nur Haas ist da fast... Also Alpha Tauri ist mehr als doppelt so gut wie wir darin. Ja. Uff. Ja gut. Also guck mal eben noch in den Einstellungen, ob du das einstellen kannst mit dem Setup jetzt. Ja. Nee. Ich hab's ja schon im Hauptmenü verändert. Okay, ah, da ist es dann drin gewesen, dass wir jetzt umstellen können. Ja, ich hoffe. Ich guck okay, mal ich überall. Auf zum Rennwochen, ja, warte mal, ich guck mal überall. Okay. Normalerweise ist es ja unter Regeln und Flaggen, oder nicht? Regeln und Flaggen. Nee, da ist es halt nicht, ne? Okay. Aber ich hab's jetzt im Hauptmenü auch nochmal verändert. Ja, wir gehen mal zum Wochenende. Okay. Zum Rennwochenende. Katalonien, ja. Spanien ist eigentlich. Servus, Michael. Hallo, Michael. Das ist eine ganz gute Strecke für mich. Ich mag Spanien. Ja, Bahrain war meine gute. Du hast ja gesehen, wie es war. Ah, Olli. Überblick. Spam. Ah, 13% Regen im Rennen. Oh. Ja, direkt zum Training, ne? Ja, ja. Weiter zur nächsten Session. Es läuft gut, macht Spaß. Es kann unter Umständen sein, dass es trotzdem nicht geht, weil es die Karriereeinstellung ist. Ja, schon mit unserer Aero wird das eine Scheißstrecke. Aber ich bin mir relativ sicher, dass wir in der Karriere eingestellt haben, dass das nicht fest sein soll. Warum sollte... Also, hä? Na, eben. Na, schauen wir jetzt mal. Nee. Geht nicht. Scheiße, man, haben wir das echt eingestellt, aber wie scheiße wär's denn, wenn du das nicht ändern kannst? Logging some extra data during this session. Nothing you need to worry about, but as we have some new parts, we'll just confirm they're performing to spec. Was ist denn das? Aber du hast es doch eingestellt gehabt vorhin im Hauptmenü. Ja, ja, ja. Aber ich hab die Session halt nicht gestartet. Sondern nur im Hauptmenü verändert. Ja, sollen wir nochmal rausgehen und... Dann, ich mach mal zurück zum Hauptmenü. Ja, genau. Ja. Alter, weil, da müssen wir uns halt echt überlegen, wollen wir jetzt eine ganze Karriere ohne Setup spielen? Nee. Gar keinen Fall. Ich meine, wenn wir die Karriere neu starten und das erste Rennen simulieren, wir haben ja eh keine Punkte gemacht. Ja. Das Einzige, was kacke ist, ist unser F&E, was wir gemacht haben, ne? Ja.
Okay, versuchen wir es mal. Lobby wird erstellt. Einstellung, Lobbyoption. Realistisch. Autoeinstellung komplett. Ja. So. Müsste jetzt passen. Realistisch und komplett, oder? Okay, ich starte mal. Boah, wäre das kacke, wenn das jetzt in der Karriere, wenn ich das aus Versehen falsch gemacht hätte. Ohne Schaden? Nee, ich hab vorne was verloren. Oh, wieso ist denn Ghosting an, Alter? Ich weiß es nicht. Nee, Schaden ist aus. Okay, Schaden ist aus, warum auch immer. Okay. Ei! Session endet. Zurück zum Hauptmenü. So. Ja, finde ich schon frech, dass Hansi mich das abgeschossen hat, Alter. Ist einfach rübergezogen, Hansi, ne? Was soll das? Ich? Ja. Ja, klar! Ja, sicher. Wer denn sonst? Junge. Ja. Komplett reingescheppert in mich. Rowdy, Hansi, ja. Rowdy. Ich kann dich sogar ersetzen in der Spielerkarriere, ne? Da steht unten Spieler ersetzen. Ja, ich fahr jetzt mit Lirim weiter. Spiel aufgeben. Ah, so, hier Einstellung. Hier sind ja wieder Einstellungen. So, Regeln und Flaggen, da ist nichts. Wochenendstruktur. Simulationseinstellung. Nee. Hä? KI ist 95. Ja. Sind wir eben dann auf 95 gefahren? Ich weiß es nicht. Hat es nicht gespeichert? Vielleicht auch das. Also bei mir steht 90. Ja, ich habe jetzt geändert nochmal. Achso. Ja, geh mal rein. Ja, 95 war doch am Anfang, aber ich habe doch vom Rennen geändert nochmal auf 90, oder? Da hab ich doch gefragt, soll ich 85 und 90 machen? Ihr habt alle auf 90 getippt. Jetzt kann ich einstellen. Oh mein Gott, wie wichtig. Zum Glück, Alter. F. Okay, hat jemand ein Spanien-Setup? Ich schau mal, was es so gibt. Ah. Spanien. F1, 2, na, Williams, Setup. Das ist echt buggy, oder? Boah, mit Setup buggy, auf 90? Gibt's überhaupt schon Setups? Was hilft? So, ich probiere mal selber ein erstelltes. Oh, hast du eins? Und ich habe das jetzt gerade selber zusammengefuchtelt. Wollen wir abgleichen? Also ich habe 4, 6 bei Flügel.
Flügel hat der hier 7-11. 7-11! Alter. Dann habe ich 55-61. Komm, ich mach 7-10 dann. So, Transmission, hast du was? 55-61. Alter, was habe ich hier für ein Zettel? Der hat 70? 55. Was hast du im ersten Slot? 55. Was? Okay. Suspension. Ja, Radsturz vorne hat er 2,5. Habe ich 2,9. Dann hat er 2,0. 1,3. Alter, wieso hast du sowas anderes? 0,06? 0,08. 0,020. 0,20. 0,35. Ich habe die aber selber gerade einfach nur vom Gefühl her gemacht. Ne? Ja, du bist halt eine Legende, ne? So, jetzt Radaufhängung vorne. Ist es Lenkrad oder Controller, wird gefragt. Es ist, steht das überhaupt? Hier steht nur Spain Setup. Ich habe 7-4, 7-3 und 3-5. Also ich gehe mal von aus, dass es Controller ist, oder? Er hat 8-7. Was hast du? 7-4. 8-8. 7-3 oder 7-4 vielleicht auch, weiß ich nicht, 7-3 fahre ich erstmal. 3-6. Und 3-5. Bremsdruck habe ich 100. 100? Ja, ja. Oh, er hat 97. Und 56. Ah, und 57. Reifen 21,4. 21,8, 21,8. 23,1. 22,3, 22,3. Stunden. Nee, hier steht nicht, ob das Controller ist. Naja, schauen wir mal. Ja. Strenger Klimatisierung, let's go. Ich suche mal mit Controller. Track Spanish GP Controller Joypad. So, gucken, was der mir sagt. Keine Probleme, Michael. Ich schaue nach dem Setup. Ups, no results. Perfekt. Ja, gut. Doch, hier gibt's ein Setup für Alfa Romeo. Was aber nicht so gut bewertet wurde. Oh Gott. Was ist los? Ich bin abgeflogen. 7-11 hat der aber auch. 80-60 hat der sogar. 2-5, 2-0. Okay, das ist ähnlich. Der hat vordere Radaufhängung und hinten statt 8-7 hat der 1-1. Ja, das ist eine Sache, du musst dir selber dein Setup quasi finden. Ich halte nicht so viel von Setups von anderen zu nehmen, wenn ich ehrlich bin. Ich versuch's mal. Spain. Okay. Ja, dann ja, fahren wir das. Bleib erstmal noch drin, ne? Bleib erstmal noch drin, Kollege. Wieso? Fährst du gerade rein?
Ich stehe vor der Box. Gut, Streckenakklimatisierung machen wir, oder? Testen wir mal unser Setup. KI 90. Rausfahren! All set. Everyone clear? Car to track. Also, hallo, alle zu gut für mich. Ah, ich bin einfach. Ich bin einfach in Katalonien immer schlecht. Ich flieg immer ab. Let's go. Mal schauen. Die Kurve muss schon weiter außen anfahren. Ja, fast. Und hier, das ist meine Hasskurve. Diese schnelle links, rechts, ja, ja, die links, rechts nach oben. Ach so, ja. Da verliere ich jedes Mal den Grip. So, let's go. P13 und P19 waren wir im ersten Rennen. Als ob das nur grün war. Das auch. Okay, ich bremse zu früh auf jeden Fall. Approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Are you okay? That was a big one. Mike hat die Session aufgegeben. Alter, irgendwer ist mich reingefahren! Irgendwer ist mich reingefahren! Ja, ein Ferrari, Carlos Sainz. Carlos! Das ist ein Home Grand Prix, was machst du da? Ich hab mir gerade wehgetan. Was hast du gemacht? Streckenakklimatisierung. Nee, weil du gesagt hast, du hast dir wehgetan. Ja, ich wollte die Strecke kennenlernen. Achso, ja, ich bin in die Wand gefahren. Tat weh. Ach so, ich dachte, du hättest dir selber wehgetan. Ja, Chef, ich kann das erklären. Mike, das ist ein Ingenieur. So, Leute, da ist halt, ja. Yes, das erste Mal ausscheiden. Oh Mann, ich war so gut dabei. Und dann, ja, bin ich ein bisschen zu weit raus. In der schnellen rechts, hinten links mit dem Reifen auf Kies oder was das ist. Und habe mich weggedreht. Was soll ich sagen? Jan, danke für den Follow. Gelb? Ach du. Ich habe mich erst in der Kurve gedreht. Zwei Kurve ist. Ach, der Sainz kann ich nichts für, der ist mich gefahren. Jan, danke für den Follow. Mike machen so, Auto machen so. Ja, Chat. Ich war einfach zu schnell. Ach, bitte, ey. Mike machen so, Auto machen so. Unfall.
krass, dass die ganze Session entdeckt vorbei ist, ne? Ja. Ja, wir aber können auch beenden und dann so, machen wir dann nächste. So, können wir mal kurz mal mit Hansi mitfahren. Ja, ey, Mann. Ich war eigentlich schnell unterwegs und einmal weggeworfen, ey. Zu schnell unterwegs. Lag da noch der Reifen, ja, ja. So, Hansi, hau mal einen raus hier, ich will die Zeiten sehen. So, wird gedreht schon fast. Och Mann, ey. Du bist 13 Sekunden langsamer als Master Spin. Ich hab mich auch gedreht gerade. Das war ein Scherz. Ich auch. Aber ich brauche noch ein bisschen mehr Stabilität auf der Hinterachse. Was fährst du denn gerade für ein Programm? Streckenakklimatisierung. Etwa 10 Minuten ist Regen angesagt, geil. Okay, Streckenakklimatisierung geschafft. 1:21:8. Alter, bisschen langsamer als Marzipan. Ja, mir fehlt halt noch ein bisschen Stabilität auf den Hinterreifen. Ja, alles gut. Hast du auf lila? Nee, auf grün, ne? Lila habe ich. Alter. 495 Punkte oder so. Ja, Krisemeister, so ging es mir auch gerade. Das Ding ist, Froni hat mir geschrieben, dass sie so in der nächsten halben Stunde heimkommt und wir essen wollen. Das heißt, wir können Katalonia, glaube ich, eh nicht mehr beenden. Deswegen bin ich gerade am Überlegen, ob wir einfach das jetzt so mitnehmen und das nächste Mal beim zweiten freien Training einsteigen. Und das nächste Mal könnt ihr vielleicht heute Abend oder morgen sein. Wobei ich abends nicht weiß, ob ich Rebirth spielen würde oder mit dir Formel 1. Aber hättest du Zeit, theoretisch? Ich hab Zeit. Überhaupt kein Problem. Chat, habt ihr auch Zeit? Also, ich wäre bei beiden dabei. Weil dann lass uns doch mal hier... Also soweit bis die erste Session beenden. Janik, dankeschön. Aber es macht so Bock, oder? Das ist geil. Also ich überlege gerade, was man verbessern könnte. Also ich finde auf jeden Fall, die Anzeige kann man verbessern, dass man alle Fahrer sieht mit den Abständen wie in echt. Ich verstehe nicht, warum man da nicht einfach die Grafik nutzt, die es gibt. Ja. Das ist auf jeden Fall was man verbessern kann. Ich finde, die KI hat jetzt schon viele Fehler gemacht. Das war schon spannend. Ja, und sie fährt halt nicht mehr so dumm, ist die Sache. Ja. Ja, sie versucht auch mal was. Also im ersten Rennen fand ich das spannend aus. Ich muss mich halt verbessern, das ist klar. Aber sonst spieltechnisch halt irgendwann der Modus mit 20 Leuten wäre halt geil. Wenn jeder sein Auto verbessern kann, oder? Das wäre krass. Mhm. Das wäre halt richtig insane irgendwann. Ach, ich hatte noch einen Flügelschaden, auch gut zu wissen. Ja. Okay, dann ich glaube, du musst die Session beenden, kann das sein? Ich kann auch beende die Session machen, ja. Ja, mach du. Der fährt auf Wets, der Lando. Hä? Warum fährt er auf Wets? Das ist weiß. Das ist blau. Guck mal, mein Stream. Jetzt, yo. Hä? Okay, Lando. Sich leicht verschätzt. Sainz hat auch DNF. Geil. Er ist kaputt gegangen. Ja, ich wusste nicht, ob er komplett broken war, aber okay. Also, wie weit du weg bist. Du bist 2 Sekunden in der Giovinazzi. Oh. Ja, ich habe auch noch kein richtiges Setup gehabt und Das waren Wets, ja. Okay, ja.
Geil. Hansi, Küsschen. Ich schreibe dir, ob wir dann abends oder morgen oder so. Ich hab Bock. Ja, ja. Mal. Und mit Rebirth, wenn kein anderer will, bin ich auch zur Stelle. Geil. Schön. Dann wünsche ich dir bis dahin eine gute Zeit. Und danke fürs Mitzocken so spontan. Gerne. Auch rein, mein Süßer. Tschö. Süße Nachricht, Spesi. So, Chat, danke auch an euch für die... Okay, gerade ist noch F1 an, ich mach mal schnell aus. Danke auch an euch, Chats, für den süßen Support, ne? Vielen lieben Dank, guten Hunger, danke. Über 90 Zuschauer, das hatten wir lange nicht mehr auf diesem Kanal. Vielen lieben Dank für dieses krasse Interesse an dem Game. Freut mich sehr. Wir raiden jetzt noch einen Streamer.